Ich bin in Allgäu und hocke in Ettensberg in der Küche von Gerti Epple. Und Gerti Epple ist die Vorsitzende des Vereins Allgäuer Kräuterland und sie ist Allgäuer Wildkräuterfrau. Hallo Frau Epple. Hallo. Kräuterfrau ist so die verrückte Alte, die in wallenden Gewändern durch den Wald stapft, ne? Wenn Sie mich anschauen, sehen Sie auch, dass das so ist. Ich denke, dass ich noch nicht grauhaarig bin, wenn das auch schon beginnt. Aber ich glaube, Kräuterfrauen schauen heute anders aus. Ich glaube, Kräuterfrauen sind ganz normale Menschen wie du und ich. Sind das die früher als Hexen verbrannt wurden eigentlich? Das könnte so sein. Wissen tun wir es nicht, wir waren nicht dabei. Ja. Naja, aber ich sage jetzt mal, es ist sicherlich eins richtig, dass Frauen, die früher kräuterkundig waren, vielleicht auch im Mittelalter verbrannt worden sind, weil sie zu viel wussten. Zu viel worüber? Zu viel worüber? Ich glaube, Kräuterfrauen waren vor allem auch früher, nachdem es damals nicht so viele Ärzte gab, natürlich zuständig in der Familie für das Thema Geburt, für das Thema männliche Potenz steigern oder hemmen, genauso für alle Kinderkrankheiten, für die Grippe, für schwere Erkrankungen. Aber ich glaube, es ging schon auch sehr um die Geburtenregulation, nachdem es die Pille damals noch nicht gab. Sie waren auch die Hebammen und sie haben auch die Menschen zum Sterben begleitet. Geburtenregulation, das heißt, sie wären in der Lage, mittels Kräutern zu verhüten? Sowohl als auch, aber das Hauptthema war weniger das Verhüten von der Schwangerschaft, sondern vielmehr das Thema Frühabtreibung, Frühabort. Ah. Das heißt, wenn die Empfängnis eingetreten ist, ja, wusste man um Kräuter, die die Gebärmutterkontraktion und die Blutung einleitet. Ach was? Ja, natürlich. Die Pille danach gleich. Mehr oder weniger die Pille danach. Mhm. Nee, die Abtreibungspille. Die Pille danach ist wieder was anderes. Genau. Das geht heute auch noch oder ginge heute auch noch? Naja, es gibt heute ganz genaue Empfehlungen auch von Ärzten, die sagen, Frauen, die gefährdet sind, eine Frühgeburt zu bekommen, sollen um die Weihnachtszeit möglichst wenig wärmende Gewürze essen, sollen gewisse Kräuter nicht essen, weil die eben sehr wohl, ich sage jetzt mal, leicht abortiv wirken können. Ja. Ja. Und das hat man früher natürlich gezielt eingesetzt und die katholische Kirche hat im Mittelalter sicher nicht gewollt, dass Frauen da regulierend eingreifen, weil das war dass ja… Dass Frauen überhaupt irgendwo eingreifen und nicht gewollt. Ja, die Frauen, die durften grundsätzlich sowieso nicht eingreifen, ja, genau. Und das war natürlich ein Dorn im Auge. Ich glaube aber auf der anderen Seite, dass das eigentlich… Nein, nicht nur eigentlich. Ich glaube, es ist tatsächlich der Auftrag der Frau im Haus, dass sie eben für das Wohl der Familie da sind. Und da gehört irgendwie alles, was das Leben berührt, alles, was das Leben betrifft, gehört da dazu. Also Seelenheil genauso wie irgend so eine lapidare Erkältung, aber genauso eben auch, was ist, wenn die junge Frau eben nicht so keusch gelebt hat, wie sie hätte sollen, und da eben was passiert ist. Also ich glaube, dass das schon richtig war, dass Frauen das gemacht haben. Wieso sind Sie Kräuterfrau geworden? Wie sind Sie auf die schiefe Bahn geraten? Sehr spannende Frage. Gab es so einen Schlüsselmoment? Also bei ganz vielen Kräuterfrauen, da rede ich jetzt gar nicht von mir, gab es tatsächlich einen Schlüsselmoment und das war meistens die eigene Erkrankung. Also wirklich eine eigene schwere, entweder psychische Erkrankung oder körperliche Erkrankung, um auf den Weg zurückzukommen. Also ich sage auch ganz bewusst zurückzukommen, denn wir leben ja heute doch sehr naturfremd, sehr pflanzenfremd. Und das war der Punkt, wo ich der Meinung bin, dass die Menschen, die zurückgekommen sind oder zurückkommen, um die Verbindung mit der Natur aufzubauen, um naturgemäßer zu leben und letztendlich damit manchmal auch merken, boah, ich habe eigentlich wieder meines Auftrags gelebt und davon krank geworden. Und was war es bei Ihnen? Bei mir? Also ich muss zugeben, ich bin wahrscheinlich schon mit der Muttermilch infiltriert worden. Das heißt, ich bin… Kräutermilch. Ich bin wirklich die Tochter, ich bin am Bauernhof groß geworden. Ich hatte eine Mutter, die in den 70er Jahren trotz dieser ganzen Industrialisierung, dieser ganzen modernen Lebensweise, die da begonnen hat, am Alten festgehalten hat, die einen großen Garten hatte. Wir waren 5 Kinder. Und die damals
genauso gesagt hat, das eigene Gmirs ist das Wertvollste. Wir haben als kleine Kinder sind wir mit dem Papa am Gründonnerstag zum Kräutersammeln auf die Wiese gegangen. Am Gründonnerstag? Mhm, genau, für die grüne Kräutersuppe. Die grüne Kräutersuppe. Genau. Und ist das sowas wie die Grisauce in Hessen? Ein bisschen ähnlich, ja, genau. Okay, okay. Also es kommen grundsätzlich 7 Kräuter rein, ja. Mindestens, dürfen auch mehr sein. Und man nimmt das, was vor der Haustür wächst. Sprich, der jüngste Löwenzahn, den es gibt, wenn er schon da ist, wenn kein Schnee liegt, im Allgäu ist das ab und zu mal so, Spitzwegerich, Gänseblümchen, Hauptbestandteil ist die Brennnessel, die ersten Spitzen, die ganz klein rausspitzeln und richtig sattvoll sind mit Eisen und Kalium und wertvollstem Grün, also Chlorophyll. Und ja, das kommt alles in diese Suppe rein. Und das ist eine Kraftsuppe. Ja, das schmeiße ich einfach in Wasser, kocht das nicht auf. Ganz, es sollte ja auch noch schmecken. Okay. Soll ich es Ihnen erzählen, wie es ja, geht? Ja, bitte, ja. Also ich gehe jetzt am grünen Donnerstag raus. Ich darf auch erst am grünen Donnerstag rausgehen? Ja, oder ist das, nein, also, das ist grünen Donnerstag. Das ist ein Traditionsding. Das ist ein Traditionsding. Das ist schon ein uraltes Brauchtum. Das hat man traditionell wirklich am grünen Donnerstag gemacht. Macht auch nicht viel Sinn, die Kräuter eine Woche vorher zu holen. Vielleicht schneit's da noch. Oder ich glaube auch, dass die Zeit zwischen Gründonnerstag bis Ostersonntag, vielleicht auch Ostermontag, eine ganz besondere Zeit ist, eine ganz besondere Energie hat. Also es ist auch ganz spannend. Ich lebe nach dem Maria Thun Kräuterkalender auch im Garten. Gute Güte, was ist das jetzt? Was ist das? Also erstmal Suppe. Wir bleiben erst bei der Suppe. Erstmal Suppe, genau. Danke. Ich schreibe mir das mit dem Kalender mal auf. Der, ich habe ihn im Auge. Die Suppe. Also es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Ich finde, die einfachste Möglichkeit ist einfach, man nimmt 1-2 Kartoffeln, schneidet die klein, brät die in Butter etwas an, gießt das Ganze mit Wasser auf, gibt ein bisschen, man kann auch ein bisschen gelbe Rübe noch mit reinschnippeln, ein bisschen Sellerie und kocht es weich und püriert es. Schmeckt es ab mit einem selbstgemachten Kräutersalz, Pfeffer, ein bisschen Muskat kommt ganz, passt ganz gut rein. Und ganz zum Schluss, wenn alles schön weich ist, wird es püriert. Und nach dem Pürieren kommen die Kräuter rein, die vorher nur auch klein gehackt werden und dann auch nochmal püriert werden. Und die sollen aber nur ganz kurz einmal mit aufkochen, mehr nicht, damit die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe, Vitamine, Mineralstoffe eben drin bleiben. Dann bleibt die auch richtig grün, also leuchtend grün, sattgrün und dann wird die nur noch abgeschmeckt und sofort in den Teller und gegessen. Kann ich mir die auch sonst im Jahr machen oder ja, geht das wirklich nur mit diesen jungen Kräutern? Am besten schmeckt's wirklich mit den jungen, frischen Kräutern im Frühjahr, weil die da einfach noch nicht so viel Bitterstoffe eingelagert haben. Also da hat man ein bisschen Bitterstoffe, die auch gut für die Leber sind. Aber je später das Frühjahr, je größer die Pflanzen werden, desto mehr Sonnenlicht bekommen die und die Pflanze baut sozusagen einen Fraßschutz auf. Und das sind vor allem auch Bitterstoffe. Weil auch die Tiere schon wissen, Bitterstoffe sind wichtig, aber wenn es nicht mehr schmeckt, essen sie es nicht mehr. Und das ist einfach so das Thema. Gesund wäre es allemal. Ja. Weil Bitterstoffe einfach absolut leberstärkend, leberreinigend sind und das brauchen wir vor allem im Frühjahr. So, und das hat Ihre Mutter immer gemacht und Sie sind immer mit der dann Kräuter sammeln gegangen. So ist es, genau. Also wir haben Kräuter aus dem Garten geholt, wir haben Kräuter von der Wiese geholt, man hat einen Wildkräutersalat gegessen, Kopfsalat gab es ehrlich gesagt aus dem eigenen Garten, meistens noch gar nicht am Ostersonntag, also hat man Wildkräuter geholt, die waren schneller. Und waren früher da und das war für uns so absolut selbstverständlich. Also ich bin so aufgewachsen und als Kind nimmt man das nicht wahr. Man denkt, es ist ja alles so ganz normal, was in der eigenen Familie ist. Und als ich dann beruflich natürlich rausgegangen bin. Ich wollte gerade sagen, normalerweise jeder junge Mensch dann sagt ja, ich muss in die Stadt. So ist es. Also ich bin nicht in die Stadt, sondern ich habe dann Hauswirtschaft gelernt, habe dann anschließend in Triesdorf, also das ist in Mittelfranken, relativ ländlich, Hauswirtschaft und Ernährung studiert und habe mit der Betriebswirtin dann abgeschlossen. Und da ist das erste Mal mir klar geworden, dass ich so völlig anders aufgewachsen bin wie andere Leute. Die haben mich dann nur noch Grasi genannt. Weil ich damals schon vegetarisch gelebt habe. Und die Einzige mit einer Gewürzmühle und so. Genau, ich habe vegetarisch gelebt, die hat mich fast nur vom Biokost ernährt. Ja. Und es war für mich völlig selbstverständlich, dass ich irgendwie jeden Tag irgendwie Salat und Kräuter und so. Also es war einfach ganz was anderes. Ich habe einfach viel Obst, viel Gemüse. Ich habe
zu dem Zeitpunkt kein Fleisch gegessen, 5 Jahre, habe aber dann sehr wohl auch gemerkt, dass ich Fehler in der Ernährung mache, sprich vom Eisengehalt her. Habe dann auch wieder Fleisch angefangen zu essen, weil es mir einfach auch angemacht hat. Aber ich denke, genau das war nicht der Punkt. Ich glaube, Ernährung hat mich auch immer schon interessiert. Und da bin ich heute noch. Also Kräuter, als Wildkräuterfrau ist es gut, wenn man so einen gewissen Background im ernährungswissenschaftlichen Bereich hat. Warum? Weil man weiß, wie Stoffwechselprozesse funktionieren, wie Organe funktionieren, wie Ernährung sein kann. Es gibt nicht die einzig richtige Ernährung, sondern es gibt eine konstitutionell spezifisch passende Ernährung. Mhm. Es gibt für mich auch... Das merkt man ja, man hat ja dann so Phasen. Also ich habe so Phasen, da esse ich unendlich viel rote Paprika. Ja. Und das ist garantiert, weil da irgendwas drin ist, was ich genau in dem Moment brauche. So ist es. Also, ja, genau. Ich habe das im Studium damals gelernt von Schwangeren. Wir haben die Schwangerschaft durchgenommen und dann hat die Lehrerin damals gesagt, naja, und deswegen essen die Schwangeren ganz häufig Gurken, saure Gurken, Essiggurken, ja, weil da ein Stoff drin ist, der eben genau diese Schwangerschaft eben in der Schwangerschaft gebraucht wird und dann die Frau Lust auf Essiggurken. Also ich nenne das einfach intuitives Essen. Ja. Und Kinder, Babys haben das. Und wer es verbiegt, sind die Erwachsenen. Ja, klar. Weil sie sich an irgendwelche Bücher von Päpsten, Ernährungspäpsten halten. Ja. Ich musste auch erstmal lernen, dass wenn Kinder sagen, ich möchte das nicht essen, dass sie das dann nicht essen möchten. Ja. Und dass man dann auch nicht sagt, ja, dann hast du auch keinen Hunger und kriegst gar nichts. Nein, sondern dann kriegst du halt, was du haben willst. Meistens sind es Nudeln. Aber also meine Kinder, ich habe 3 Söhne, die waren meine besten Lehrmeister in der Hinsicht. Ja, glaube ich. Genau, weil der eine hat alles gegessen, was man ihm reingestopft hat. Der andere, der hat zu Zeiten gegessen, wo ich nicht gegessen habe und musste lernen, dass er seinen Rhythmus hat. Den hat er übrigens heute noch. Und ich finde einfach, klar, man hat so einen gewissen Familienrhythmus und doch ist es so, dass Menschen, manche essen 3 große Mahlzeiten, andere brauchen 5 kleine und es tut denen einfach besser. Und von dem her, glaube ich, ist es ganz gut so. Also was ich das Wichtigste finde, und das ist das, was mich als Kräuterfrau sehr fasziniert im Umgang mit Menschen, dass wir alle total verlernt haben, auf unseren Körper zu hören, in uns rein zu hören. Wir glauben alles, was in Büchern steht, aber wir hören nicht auf uns selbst. Und damit gibt's die Totalverwirrung und dadurch machen wir, glaube ich, auch Fehler. Und und als Kräuterfrau, also wie ging der Weg weiter? Das war meine Kindheit, genau, das war mein Studium. Sie in der Stadt. Genau. Noch war ich in der Stadt. Ich bin dann, habe dann Fachlehrerin für Ernährung und Hauswirtschaft gelernt. Also nach dem Studium habe ich den weiteren Weg beschritten, bin am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten gelandet, habe dort immer Unterricht gemacht, Kochen von Anfang an, also Ernährung, weiterhin Ernährung und habe verschiedenste Kurse gemacht für Bäuerinnen. Damals schon immer die Außenseiter-Themen, also eben neue Körner in der Küche, 1994 war das. Neue Körner in der Küche. Ja, da ging es um Quinoa und Amaranth. Ach, das Zeug, und solche Zeug, wo einfach nicht bekannt war. Ja? Und ich war immer jemand, heute denke ich, mir war einfach meiner Zeit voraus. Es war einfach so, ich bin einfach immer meiner Zeit voraus. Ich glaube auch heute noch, auch als Kräuterfrau war ich meiner Zeit voraus. Aha. Also niemand von Kräuter geredet hat, vor 20 Jahren haben wir hier im Allgäu was mit Kräutern gemacht. Und ich glaube, das braucht's einfach. Es braucht Menschen, die sich zusammentun, um eine Idee zu verfolgen. Und das war eigentlich auch so, also ich habe dann natürlich so das Thema Kräuter ein bisschen, gesunde Ernährung war natürlich nach wie vor wichtig für mich, aber das Thema Kräuter war nicht präsent, 94, als ich da fertig geworden bin. Und 99 kam ein Projekt über das Amt, in dem eine Tourismusfirma aus München im Allgäu verschiedenste Themen im Bereich Bauernhof und ländliche Entwicklung mitentwickeln sollte. Ja. Das heißt, die sollten rausfinden, welche Themen brennen denn hier im Allgäu, die überhaupt entwickelt werden möchten. Ja. Und da kam dieses Thema, 1 von 5 waren Kräuter. Und diese Tourismusfirma hat dann mit dem Landwirtschaftsamt zusammengearbeitet und da war ich damals die Gartenbauberaterin sozusagen in diesem Bereich Kräuter. Und da wurden Kräuterlandhöfe, das sind Urlaub auf dem Bauernhof Betriebe, als Pilotprojektbetriebe auserwählt.
Und die habe ich begleitet und habe denen sozusagen den Kräutergarten mitgeplant. Also eigentlich über einen PR-Job. Ja, mehr oder weniger. Zur Natur gefunden. Genau. Naja, nee, ich glaube, also ich habe damals auch Gartenbauberatung gemacht, habe im ländlichen Raum Privatgärten und Gärten von Bauernhöfen geplant, wenn sie ein neues Haus gebaut haben oder einen Garten umgestalten wollten. Und vieles wird einem ja echt erst im Nachhinein klar. Ich habe damals schon Holunderstrauch, Kornelkirsche, Johannisbeeren in die Gärten reingepflanzt und rein empfohlen, wo andere Essigbaum und Forsythie empfohlen haben. Also ich war immer schon auf diesem Trip Wildsträucher, essbare Früchte vom Strauch, ohne großen Aufwand, heimische Gehölze, also das Thema heimische Pflanzen lag mir, ich glaube, das liegt mir seit ewigen Zeiten am Herzen. Nur ist mir es nicht bewusst gewesen, dass ich das gemacht habe. Wahrscheinlich wussten Sie noch nicht mal, dass es heimische Pflanzen waren. Doch, das wusste das ich. Schon. Okay. Ja, das wusste ich schon. Also das so habe ich im Studium mit dabei gehabt. Aber es war tatsächlich so, dass ich, also das war einfach meine Überzeugung. Also ich habe da auch nicht lange drüber nachgedacht, sondern ich habe das einfach gelebt. Und hat funktioniert. Das hat funktioniert. Genau so ist es. Also heute sehe ich die Gärten, die ich auch teilweise geplant habe oder rede mit den Leuten und die sagen, das hast du damals schon uns empfohlen, da hat noch kein Mensch drüber geredet. Also von dem her glaube ich, ist es halt einfach so, dass man so ist, wie man ist. Und über das Projekt der Kräuterlandhöfe muss ich ganz sagen, das war schon eine Schlüsselfunktion für mich oder eine Schlüsselsituation. Ich habe da das gartenbaulich begleitet und was mich fasziniert haben, war die Bäuerinnen, die in dem Pilotprojekt drin waren. Also 3 von diesen 10 Bäuerinnen fand ich toll, wie die einfach in einer solchen Selbstverständlichkeit erzählt haben, wie man mit den Kräutern daheim an Schnupfen, an Husten, an Zehenumlauf einfach wieder gut gekriegt hat. Ja, wie man einfach ein Fußbad mit Kräuterabsud gemacht hat. Und das war für mich schon, dass ich mir gedacht habe, boah, hey, das kennst du alles. Also ich habe da in meiner Kindheit viel mitbekommen und habe es halt lang vergessen. Und das hat es bei mir wieder reaktiviert. Also ich habe mich dann erinnert, dass ich mir gedacht habe, stimmt, das hat meine Mutter auch alles erzählt. Oder mein Opa, der hat auch einiges gewusst. Der wusste sehr viel über die Pflanzen im Wald und auch über die Pilze. Und ich bin mit dem viel im Wald gewesen auch. Und das, ja, ich finde es interessant, weil mir wurde es so klar, dass man als Kind so ganz normal aufwächst und aber gar nicht, vielleicht bin ich gar nicht normal aufgewachsen. Vielleicht war das doch sehr naturverbunden, sehr ländlich, sehr freiheitlich vor allem auch. Also wir konnten jeden Tag raus. Meine Eltern haben uns sehr viel Freiheit gelassen, finde ich. Also jetzt im Nachhinein, auch wenn ich die Kinder heute sehe. Ja, die Aktionsradien sind wesentlich kleiner geworden. Ja. Und das ist etwas, das prägt ja fürs Leben. Mhm. Absolut. Und ich denke, das ist auch dieses freiheitliche Denken, das ich heute noch lebe. Um dann Wildkräuterfrau zu werden, also ist das eine Berufsbezeichnung? Nein. Nein. Sie arbeiten das nicht, sondern Sie sind es. Also ich arbeite das freiberuflich. Und die Bezeichnung Wildkräuterfrau, da bin ich gar nicht alleine. Es gibt 9 Allgäuer Wildkräuterfrauen im Allgäu. Das ist eigentlich, naja, wie es halt so oft ist bei Frauen, so einfach aus einer Idee entstanden. Wir haben damals im Verein einen Prospekt entworfen, wo wir gesagt haben, Mensch, wir brauchen jetzt irgendwann mal so ein Papier, um es an Interessierte weiterzugeben. Und ich habe mehrere gleichgesinnte Wildkräuterfrauen und wir standen da und haben gesagt, boah, wir sind lauter so One-Women, Einzelpersonen. Ja. Wir gehen zwar als Referentinnen durch die Gegend, aber wir können uns jetzt nicht wie eine Firma leisten, 700 € in den Prospekt reinzuzahlen. Das haben wir gar nicht, ja. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, Mensch, vielleicht wäre es möglich, als Gruppe in diesen Flyer uns zu positionieren. Und dann haben wir festgestellt, Mensch, wir sind eigentlich die, die das alte Wissen über die Kräuter weitertragen. Wir sind die Multiplikatoren. Ja. Und wir brauchen einen gemeinsamen Namen. Das ist schon wieder PR. Ja. Die PR zieht sich durch ihr Leben. und bei Kräutertee und Kaffee saßen wir zu 9 zusammen so oder zu 7, weiß ich gar nicht mehr, und haben festgestellt, Mensch, eigentlich ein toller Name, Allgäuer Wildkräuterfrau. Funktioniert, also hat bei mir funktioniert. Genau, und wir wollten ganz bewusst dieses Wort Hexe nicht drin haben. Ja, weil das ist ja auch albern so ein bisschen. Ja, genau, also ich find, alle Frauen sind ein bisschen, auch diese alten Kräuterweible, Ja, genau. Und haben
glaube ich, auch intuitiv viel dieses alten Wissens. Die Frage ist, habe ich es präsent und kann ich es wieder ausgraben? Und hatte ich jemand, der es mir als Kind beibracht hat? Mhm. Aber die Affinität haben ganz, ganz viele Frauen. Ich glaube, es ist schon in der Familie überwiegend weiblich geprägt, das alte Wissen. Unterscheiden Sie eigentlich altes Wissen von überholtem Wissen? Weil Nein. Viel von dem, wo man sagt, das ist so altes Wissen, vieles alte Wissen ist ja auch zu Recht verloren gegangen. Das meine ich. Das wage ich nicht zu beurteilen. Okay. Also, ich habe viele Bücher gelesen, ich habe viel selber ausprobiert. Ich habe im Verein Allgäuer Kräuterland als Vorsitzende vor 4 Jahren ein Projekt gestartet, das heißt traditionelle Heilkunde im Allgäu. Ja. Wir haben damals alte Leute befragt über ihr altes Wissen. Was habt ihr früher gemacht, als ihr jung wart? Wie kam das Wissen zu euch? Wie wurde es bei euch in der Familie verwendet? Und ich muss zugeben, mich hat es immer wieder baff erstaunt. Also mich hat das auch sehr berührt, extrem berührt, wie Menschen in ihrer oft Einfachheit und aber in einer brillanten Klarheit, die haben das überhaupt nicht in Frage gestellt, dass etwas nicht helfen könnte. Ja. Was wir heute ganz häufig machen. Wir brauchen immer diese wissenschaftlichen Nachweise. Ja. Und die haben mich gelehrt. Also die haben mich gelehrt, dass es nicht nur um dieses wissenschaftlich nachgewiesene Wissen geht, phytotherapeutisches Wissen, sondern dass es, ich glaube, es ist eine Energieform. Also es ist eine Energieform, das heißt, das, was überliefert worden ist, was tradiert worden ist, von Großeltern zu Eltern auf die Kinder, das hat, das schwingt mit. Mhm. Und dieser Glauben an das, es hilft, weil es immer in dieser Familie geholfen hat, sorgt dafür, dass es hilft. Ist das denn tatsächlich immer familienspezifisch oder? Sehr häufig, ja. Es trägt nicht raus. Das heißt, was Ihnen hilft, hilft mir nicht unbedingt. Genau. Also, ja, das ist natürlich vielschichtig. Ja. Also, es gibt da, ich glaube, mehrere Wege. Also, der eine Weg ist tatsächlich, das haben wir auch erlebt, dass es Familien gab, die gesagt haben, wir geben unser Wissen nicht außerhalb der Familie weiter. Ja. Da sind wir auch nicht rangekommen. Das respektiere ich sehr. Aber und schade eigentlich. Natürlich ist schade. Das ist das große Geheimnis dann. Ja, aber gleichzeitig gab es aber wirklich auch, und das lesen wir auch in alten Büchern, in Handaufschrieben, dass es auch Leute gab, die gesagt haben, nein, das Wissen muss weiter. Also es gab sehr wohl über diese begrenzte Mobilität mit dem Pferdekutschenwagen, wenn die eine Verwandtschaft ihre andere Verwandtschaft besucht hat und dann morgens losgefahren ist, nachmittags zum Kaffee trinken und abends wieder zurück. Über diese Strecken hat sich das Wissen sehr wohl weitergetragen. Das heißt, man hat sich das innerhalb der Verwandtschaft oft erzählt, so am Kaffeetisch, dass der eine gesagt hat, du, ich hab das und das, und er sagt, probier mal das, das hat mir geholfen. Mhm. Das waren immer so Erfahrungsberichte. Was natürlich schon einschränkend gesagt werden muss, es ist natürlich, hat mit den Pflanzen was zu tun. Also wenn im Unterallgäu jemand gewisse Pflanzen gar nicht hat, konnte er das Wissen nicht anwenden. Und wenn jemand im Oberallgäu die Pflanze nicht hatte, was im Unterallgäu wächst, weil es aufgrund der Höhenlage unterschiedliche Fauna und Flora gibt, gab es die halt dort auch nicht. Das heißt, die mussten erfinderisch sein, die mussten auch ausprobieren, die mussten schauen. Aber ja, okay. Sie haben beide was gehabt, was gegen Husten hilft. Ja, und wir haben ja auch, also meine, was weiß ich, 60, 80 Pflanzen gegen Husten. Die Frage ist, brauche ich alle? Nein, eigentlich brauche ich die bei mir in der Region wächst und da habe ich meistens 3, 4 und ich muss halt ein bisschen lernen zu differenzieren, welche Art von Husten habe ich denn? Ja, es ist eher der trockene Husten, es ist eher der Reizhusten, huste ich nachts, huste ich morgens, so wie es die Homöopathie auch macht. Die differenzieren ganz klar und hören genau hin, die hören auf die Feinheiten. Die schauen auch, wie ist denn der drauf? Ja, wie ist denn die Stimmung von dem? Ist der zwider? Ist der brummelig? Ist er müde? Ist er trotzdem gut gelaunt oder will er nur noch schlafen? Also das macht oft so, aha, nehme ich die eine Pflanze oder nehme ich die andere Pflanze? Aber da geht ja dann
wenn ich versuche, mir das jetzt irgendwie zu so grafisch darzustellen, da geht ja eine riesige Matrix auf, ja, in die sie irgendwie die Pflanzen einordnen müssen. Also ja, jetzt kommt der Holger Klein aus Berlin, der, weiß ich nicht, der hat gerade den Rest einer Bronchitis festhängen, ja, hat aber ansonsten gute Laune. Das müssten sie dann alles auftragen, um dann sagen zu können, okay, du nimmst Pflanze X. Ich glaube, dass das, also ich erlebe es bei mir selber, ja, auch so, wenn ich viele, viele Jahre, also ich arbeite über 25 Jahre jetzt mit den Pflanzen und das ist für mich immer jedes Jahr neue Entdeckungstour. Ja. Und das alles Wissen, was ich mal angewendet habe, alle Erfahrungen, die ich gesammelt habe, wenn ich jemandem mal gesagt habe, du nimm doch die Pflanze und der mir Feedback gegeben hat, hat geholfen oder nicht, ja, das sammelt sich in mir. Das ist wie so ein großes Becken. Das heißt, ich erzähle Ihnen 5 Minuten, was ich so mache und sonst was und dann, ja, wissen Sie schon, was ich gegen diesen Husten verstehe. So ist es bei mir im Hinterhirnlappen, ja, schießt auf einmal so intuitiv eine Pflanze nach vorn und sagt, ey, ich glaube, das ist die richtige für den Herrn Klein. Aber würde mir, also ich bin gebürtiger Kölner, bleiben wir mal in der, ja, Region. Also ich bin gebürtiger Kölner, würden mir denn Allgäuer Pflanzen überhaupt helfen oder soll, ja, ich lieber gucken, was da bei uns in der Gegend wächst? Also ich würde sagen, es gibt schon sowas wie das große Ganze, ja, wo man sagen kann, aha, das ist so der große Pott, da sind die Pflanzen drin, die helfen allen Menschen, ja, auch den Tieren übrigens. Und dann gibt's natürlich regionspezifische Pflanzen, die aus der Tradition verwendet wurden. Da kann man nochmal differenzieren. Man kann sozusagen in die Feinheit gehen und sagen, ah, ich könnte ja statt, was weiß ich, im Thymian, den es überall gibt, letztendlich auch eine andere Pflanze nehmen. Oder ich kann kombinieren. Vielleicht hilft die nicht nur den Husten wegzubringen, sondern auch die seelische Ebene. Wem will er denn was husten? Warum, was hat er denn eigentlich auf der Seelenebene für ein Problem? Also es ist, Paracelsus zum Beispiel hat im 14. Jahrhundert gelebt und der ist für mich ein großer Lehrer immer wieder. Er hat immer wieder geschaut, was ist denn auf der Seelenebene der Menschen? Warum hat denn der einen Husten? Weil immer ein Hustenbakterien fliegen den ganzen Winter durch die Gegend, egal wo ich bin, in der Stadt, überall. Aber ich bekomme nicht immer einen Husten. Also muss ich ja gewisses, eine Immunschwäche haben eine vielleicht. Eine Bereitschaft mitbringen, eine den Husten zu bekommen. Ne? Ja. Und ich habe das selber ein Erlebnis. Ich hatte mal wirklich vor einigen Jahren einen sehr starken Husten. 8 Wochen. Acht? 8 Wochen. Ich wusste mir nicht mehr zu retten. Respekt. Ich habe alle Kräuter, die ich wusste, ausprobiert. Ich habe schon Hustenproblem, aber 8 habe ich noch nie geschafft. Und damals hat mein Mann gesagt, du gehst jetzt zum Lungenfacharzt, du hast doch eine Lungenentzündung. Ich wusste, stimmt eh nicht, aber macht nichts, hab ich gemacht. Der hat mich dann durchgecheckt von oben bis unten, hat dann festgestellt, ich hätte eine Beifußallergie, die im Winter keine Rolle spielen kann, weil gibt's keinen. Hat mir dann Cortison verschrieben und dann bin ich in dieser Praxis geguckt, habe gesagt, oh, Cortison nehme ich nicht. Dann habe ich gesagt, gibt's nichts anderes, vielleicht was Naturheilkundliches? Und dann meint er, ja, Sie können schon ein Dampfbad machen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bin ein sehr kritischer Mensch, ich provoziere die Leute auch mal gern. Und dann sage ich, ja, und welche Kräuter soll ich jetzt da reintun? Und dann hat er mir 3 genannt. Und ich war baff erstaunt, dass er mir die so ad hoc überhaupt sagen konnte. Welche waren das? Wissen Sie es noch? Ja, also nicht mehr alle. Ich wusste, dass Schafgarbe war dabei, Oregano war dabei, die 3. weiß ich nicht mehr, vielleicht war es Thymian. Auf alle Fälle dachte ich mir, naja, spannend, okay, ich gehe jetzt mal heim. Ich bin dann heimgegangen, habe die Heilpraktikerin angerufen und die hat mir eben genau die Frage gestellt. Mhm. Wie geht's Ihnen denn? Wie ist denn Ihre Stimmung? Und haben Sie schon mal überlegt, wem Sie was husten wollen? Und in diesem Moment, wo sie das gesagt hat, sind mir 3 Namen eingefallen von 3 Menschen, die mich aktuell echt beschäftigt haben und richtig geärgert haben, wo ich richtig gemerkt habe, ja genau, denen würde ich gern was husten. Und es war spannend. 10 Tage später war der Husten weg. Die hat mir noch einmal Globuli verschrieben und das war's dann. Mhm. Also letztendlich löse ich das Problem auf der Seelenebene. Kann sich auch die körperliche Ebene ausheilen. Die Wissenschaft nennt das Psychosomatik. Ja, und wir sind ja auch alles Körper, Seele, Geist Menschen. Also wir haben nicht nur einen Körper, sondern wir haben einfach drumherum noch so viel mehr. Wie hieß der Kalender, nachdem Sie... Maria Thun. Maria Thun Kalender, was sagt der, was macht der? Das ist für mich, also der heißt Aussaattage und das ist ein Kalender, das ist ein kleines Büchlein, ein gelbes, schaut seit ewigen Zeiten so aus. Und Maria Thun war eine,
Ja, eine Wissenschaftlerin aus meiner Ebene, eine Anthroposophin, die hat ganz viel Feldversuche gemacht, die hat Pflanzen angebaut, hat sie zu verschiedenen Mondkonstellationen angebaut und hat geschaut, aha, wie wachsen die denn? Wenn ich nichts mache und sie einfach wachsen lasse, wie wachsen sie? Wenn ich sie bei dem und dem Sternzeichen, Tagessternzeichen, jäte oder dünge, was passiert mit denen? Verändert sich die Pflanze? Ja, nein. Und sie hat festgestellt bei der Ernte, die einen wachsen super, sind toll, 1A-Qualität, die anderen sind verkrüppelt, die nächsten haben verschiedene Ausläuferwurzeln gebildet. Also die hat festgestellt, über die Bearbeitung des Bodens kann ich die Pflanzenkraft verändern. Und hat daraus letztendlich Handlungsweisen für den Gärtner und für den Landwirt abgeleitet, wie wann er düngen soll, wie er düngen soll. Also die ganzen Rudolf Steiner Landwirtschaft, Demeter-Betriebe, die arbeiten nach diesem Kalender. Und meine Mutter hat den auch immer genommen. Den gibt's auch schon seit den 50er Jahren. Und ich kenne das nur so. Meine Mama hat, bevor sie in den Garten ist, in Maria Thun-Kalender geschaut und geschaut, ist heute ein gutes Zeichen, um in den Garten zu gehen. Um überhaupt in den Garten zu gehen? Ja, um dort zu gießen, zu jäten, zu säen, so, zu pflanzen, okay, irgendwas, ich dachte, überhaupt, ich dachte, nein, nein, überhaupt irgendwas im Garten zu bewirtschaften. Ja. Genau. Und das habe ich so übernommen. Weil haben Sie schon mal die Gegenprobe gemacht? Also, ja. Also einfach mal sagen, so, ich mache es jetzt genau andersrum, mal gucken, was dann passiert. Also ich mache jetzt keine wissenschaftliche Arbeit, aber es ist tatsächlich so, ich notiere mir das in meinem Kalender und es ist total spannend, zum Beispiel Salatpflanzen, wenn man die beim Wurzelzeichen rauspflanzt, stellt man fest, oh, die wachsen nicht, ja. Aber wenn ich dann jäte bei Blattzeichen, auf einmal macht es tschuch. Und das finde ich sehr spannend, weil... Was heißt Wurzelzeichen und Blattzeichen? Ja, was heißt das? Also ist das ein Zeichen im Kalender oder ein Zeichen in der Natur, dass Sie... Nein, es ist das Zeichen im Kalender. Okay. Also diese einzelnen Wurzelblatt- und Fruchttage, so nennt sie das, sind verschiedenen Elementen in den Sternzeichen zugeordnet. Das heißt, wir haben 4 Elemente, Luft, Wasser, Feuer und Erde. Und die sind sozusagen den 12 Sternzeichen zugeordnet. Immer in einem Trigon, in einem Dreieck. Wenn man die 12 Sternzeichen in einen Kreis setzt, vom angefangen vom Steinbock, Wassermann, Fisch, so weiter, so das ganze Jahr. Und dann lassen die sich zusortieren und die drei sind immer das gleiche Element. Mhm. Okay? Okay? Das heißt, der Wassermann, der Zwilling und die Waage sind Luftzeichen. Dann geht's weiter. Fisch, Moment, jetzt muss ich denken. Fisch, Krebs und Skorpion sind Wasserzeichen. Und so hätte mich jetzt auch gewundert, wenn der Fisch nichts mit Wasser zu tun gehabt hätte. Naja, der Wassermann ist auch ein Luftzeichen. Und die stehen für gewisse, ja, bei Menschen für gewisse Grundcharakterzüge. Die stehen bei den Pflanzen für gewisse Wachstumsimpulse. Nach oben, nach unten, in die Blattmasse, in die Frucht, in die Reife, in die Haltbarkeit und Ähnliches. Und wenn ich das machen kann, dann kann ich mich danach richten und schauen, ob der grüne Daumen, den ich so vermeintlich habe, vielleicht auch nicht mit dem was zu tun hat. Und es gibt einen Rhythmus. Also was ich halt finde, es gibt einen Rhythmus. Also im Tun, ein Rhythmus im Tun. Weil ich im Kalender schaue, es ist wieder dieses Zeichen, dann gehe ich raus und kümmere mich genau um die Pflanzen. Ach so, ein Rhythmus für Sie selbst. Ein Rhythmus für mich im Garten. Und der Mensch ist ein struktursuchendes Wesen. Ja, immer wieder, genau. Und ich finde das total spannend, weil das ist das, was wir so verloren haben. Also ich arbeite als Wildkräuterfrau, als Ernährungsberaterin auch, bei mir rufen immer wieder Leute an und sagen, oh, können Sie mir nicht helfen? Und ich sage immer, ich kann dir auf der Ernährungsebene helfen, mehr nicht. Ich bin kein Arzt, bin keine Heilpraktikerin. Das darf ich gar nicht, aber ich kann dir natürlich aus der Ernährungssicht daraus helfen. Und es ist so spannend. Ich finde, da fängt's an. Was machen die Leute denn immer falsch? Ich glaube, dass es gar nicht darum geht, dass sie was falsch machen, sondern ich glaube, sie meinen, alles richtig zu machen und A, verlieren sie den Blick fürs Ganze, B, verlieren sie den Blick für sich selbst und meine Erkenntnis der letzten 15 Jahre ist, dass es eigentlich nicht daran liegt, dass die Menschen sich, also ein großer Teil der Menschen sich vielleicht gar nicht falsch ernähren, sondern dass die Qualität dessen, was wir heute Lebensmittel nennen,
schon lange nicht mehr das ist, was es eigentlich sein sollte oder was es vor 20 Jahren war. Sie meinen, also dieses ganze hochverarbeitete Zeug, also was man muss ja nur mal in einen dieser Discounter gehen und gucken, was hinten auf der Packung draufsteht, was drin ist. Meistens ist es Zucker. Das Schlimmste, also ich sage immer, von dem Schlimmsten, was man sich ernähren kann, nennt sich Fast Food. Also alles, was hochindustriell verarbeitet wurde, um es dann in Folien geschweißt Wobei ich wollte gerade sagen, also irgendwie in einer Frittenbude, also das ist ja Natur, das ist ja noch recht naturnah. Also das sind halt Kartoffeln, die in Fett gebacken werden, ne? Jupp. Also. Genau, aber also ich war heute beim Einkaufen und wenn ich schon halbfertig Backhörnchen oder Semmelchen in Folien verschweißt sehe, dann kriege ich schon das kalte Grausen. Also ich weigere mich, das zu essen. Das hat mit Ernährung nichts mehr zu tun. Das nennt sich für mich Füllerei. Ja. Und das heißt für mich, klar wird meine Körpersubstanz erhalten, aber es ist keine lebendige Ernährung. Naja, die wird ja absolut nicht nur erhalten, sondern früher oder später sehen sie halt aus wie ich, weil das einfach die Energiedichte ist halt viel genau. zu hoch. Genau, die Energiedichte ist zu hoch, aber spannend. Ich habe mich die letzten 2 Jahre, durch das, dass ich Kräuterfrau bin und auch festgestellt habe, dass ich auch verschiedene Menschen um mich herum habe, die Burnout haben, hat mich das sehr beschäftigt. Und ich habe bei einem Freund mein Buch liegen gesehen von 2 Österreicherinnen, Ernährungswissenschaftlerinnen, die gesagt haben, Burnout ist, die Ursache von Burnout ist die Ernährung, unsere heutige Ernährung. Und mich hat das beschäftigt und ich habe genauso geschaut, wie Sie jetzt gerade schauen, dass ich mir gedacht habe, no, ist vielleicht ein bisschen einfach. Aber ganz ehrlich, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr weiß ich, dass das ein Teufelskreis ist, der da beginnt. Also das ist so eine Eintrittspforte. Gut, ja, da würde ich mitgehen. Ja, klar. Ich meine, ne, Stress macht, dass man sich schlecht ernährt. Ja. Also das so aber nur die Ernährung. Nein. Ich glaube nicht, dass man Nein. nur genau. an der Ernährung Für mich ist kann, das so eine Eintrittspforte in einen Teufelskreis. Das heißt tatsächlich, klar habe ich zuerst eine Arbeit, die fremdbestimmt ist. Ich fühle mich nicht mehr wohl. Dann versuche ich das aufzuarbeiten, weil es zu viel ist oder weil es mir nicht Spaß macht. Dann gehe ich jeden Abend essen, um mich zu belohnen für den miesen Job, den ich mache. Entweder so oder das Gegenteil, ich esse nichts mehr. Also weil ich keine Zeit mehr habe dafür, weil ich so viel arbeiten muss, sind so 2 Wege. Und ich verliere den Blick für eine für mich persönlich gute Ernährung. Das heißt, ich esse halt irgendwas und es gibt halt auch die typischen Stressesser, die dann halt irgendwas reinessen, weil sie halt sagen, oh, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Und dann essen sie zu viel und das Falsche. Und was wir halt grundsätzlich verlernt haben, also ich beobachte unheimlich gern Menschen, das ist eins meiner Leidenschaften. Und wenn ich in Kempten bin tagsüber und mir mal den Spaß macht, mich im Sommer rauszusetzen und zu schauen, was Leute so auf dem Teller haben oder an der Würstchenbude so mitnehmen, denke ich immer, geht gar nicht. Also was wir echt verlernt haben zu essen ist, grüne Pflanzenkost. Das heißt, wir essen auch die meinen, sie ernähren sich gesund. Wir essen sehr bunt. Die Ernährungsbewussten essen sehr bunt. Mhm. Paprika, Tomate, ja. Gurke, Bananen, Orangen, Kiwi, Aubergine. Und wo ist das Grün? Wenn man in den Laden geht und in der Gemüse- und Obstabteilung sind, dann sehe ich wahnsinnig viel bunt. Ja. Aber ich sehe kein Grün mehr. Und das grüne Salatkopf ist ja nicht mehr grün, der ist ja blass. Der ist ja katastrophal blass. Also habe ich Feldsalat noch, ja, Feldsalat, Brokkoli im Herbst. Und das ist aber total spannend, weil wenn wir zurückschauen in die Urmenschenzeit, die haben wirklich wenig zu essen gehabt. Marginal notwendigstes, keinen Zucker, keine Luxusprodukte, wenig Fleisch, das gab es halt mal so, wenn mal die Sippe es geschafft hat, das Mammut zu erlegen. Ja, so, ja. Genau, also, wer auch immer. Oder ein Reh. Dann gab es viel und es war halt dann viel und dann gab es wieder eine Zeit lang gar keins. Und die haben sich zu 80% des Tages von Wurzeln, ja, das Zeug, von was halt Blattgrün, wächst, genau. Auf dem Blattgrün von den Bäumen, Blattgrün von den Sträuchern. Ich kann Blätter von Bäumen essen. Ja, junge Buchenblätter schmecken fantastisch. Und die wussten, was kann ich im Frühjahr essen, was kann ich im Sommer essen, was esse ich im Herbst an Grün, ja? Ja. Und
Die haben im Herbst die Beeren gegessen, alles was essbar war, die haben das schon gemerkt, was giftig ist. Früher oder später haben sie es sein gelassen, wenn der Nächste da niederlag oder Bauchschmerzen hatte. Weil grundsätzlich stirbt man ja nicht so schnell. Und was die auch nicht gemacht haben, die sind ja nicht irgendwo hingehockt, haben sich eine Schüssel voll gesammelt und haben das dann sozusagen haufenweise reingeschaufelt, sondern die haben gekostet. Die haben immer wieder da ein paar Bärchen, da ein paar Bärchen, wie eine Ziege eigentlich, so gesammelt. Und damit haben sie ja auch ein gewisses Maß vertragen von auch, ich sag mal, minder giftigen Sachen. Beispiel Eberesche. Mhm. Eberesche ist die Vogelbär im Allgäu. Ach so, nennt man die Vogel. Ja, klar. Und ganz viele Leute, ja, die ist doch giftig. Genau, darf bloß nicht mal anfassen. Ja. Es stimmt wieder mal nur halb. Ja, die Dosis macht das Gift. Ja, so ist es, die Dosis macht das Gift. Das heißt, ich kann locker eine Handvoll Ebereschenbeeren essen. Ich esse freiwillig sowieso nicht mehr. Die sind so streng vom Geschmack, die sind so bitter, ich stehe voll drauf. Aber die sind ja auch so bitter, damit man sie nicht isst. Damit man nicht zu viel isst. Ja, und wenn ich halt zu viel davon esse, merke ich das ganz schnell. Das heißt, da ist eine Sorbinsäure drin, eine Paraascorbinsäure, muss man sogar sagen. Die ist einfach für den Magen reizend, wenn ich zu viel esse. Das heißt, ich merke das im Magen. Und was passiert dann, wenn ich es im Magen merke? Das Selbstreinigungssystem des Körpers schaltet ein und das macht die Verdauung flott. Mhm. Das heißt, ich kriege eine flotte Verdauung davon. Ja. Wäre eigentlich ein tolles, mildes Abführmittel für Leute, die Probleme damit haben. Ja? Und so ist es früher auch gemacht worden. Die haben einfach immer wieder auch gewusst, aha, wenn jetzt jemand mal was Falsches gegessen hat und wir müssen den durchreinigen von oben und nach unten, ein paar Ebereschen dann hat er halt mehr gekriegt. Die wussten schon, wie viel ist giftig und wie viel ist nicht giftig oder nur so giftig, dass der Körper sein Selbstreinigungssystem eingeschaltet hat. Würden Sie denn grundsätzlich alles essen, was da draußen so vor sich hin wächst? Also ich finde, wichtig ist, dass man so die 10 giftigsten Pflanzen, die so mal ein bisschen essen, sofort tot, kennt. Das ist das Mindestmaß an Pflanzenkenntnis. Haben Sie die parat? Ja, also nicht alle, aber meisten. Also Maiglöckchen ist hochgiftig. Ach was? Convallaria ist hochgiftig. Ein bisschen essen und ist sehr herzwirksam. Aber die riechen doch so nett. Die riechen super nett, aber essen würde ich sie nicht. Ach Gottchen. Dann, was auch natürlich hochgiftig ist und nicht in Laienhände gehört, ist die Tollkirsche. Mhm. Die Beeren schauen toll aus, ja, so Belladonna. Die drehen auch gut. Ja. Die ist wirklich toll. Dann natürlich Aconitum, also der Eisenhut oder Sturmhut. Ja. Der wächst natürlich im Allgäu. Mhm. Wolfseisenhut und der blaue Eisenhut sollte man nicht viel essen, also gar nichts am besten. Wir haben aber auch so Sachen in Ziergärten wie der Goldregen, der Blauregen, die sind auch ziemlich giftig. Mhm. Was haben wir noch? Ja, das waren so ein paar wichtigste. Das mit dem Maiglöckchen erschüttert mich ja jetzt. Ja, es ist schon so, ja. Und ich finde, das Wichtigste ist schon, was sind unsere hochgiftigen Pflanzen, die heimisch sind? Die muss ich kennen. Digital ist der Fingerhut. Wächst im Allgäu wild? Das Herzmittel. Ist homöopathisch, ein wunderbares Herzmittel, übrigens Convallaria genauso. Homöopathisch in dieser hohen Verdünnung, wunderbare Mittel. Belladonna, tolles Fiebermittel für Kinder. Ja, muss ich nur wissen, wie es ausschaut, dann ist es sehr wirksam. Aber halt nicht in Rohform als Frischpflanze. Mhm. Da ist sie einfach zu stark. Ja. Und das muss ich wissen, dass ich von denen als Laie einfach die Finger weglasse. Ich würde sagen, wenn jemand sagt, oh, ich würde gern mich von essbaren Wildpflanzen ernähren, weil sie nicht nur gut schmecken, sondern mich auch gesund erhalten, weil ich powerful durch die Gegend laufe, weil sie wirklich energetisch komplett auffülle, dann muss ich schon die Pflanzen kennen. Also ich kann nicht nur raustapfen und. Das heißt, dann sollte ich mir ein Buch oder eine App mitnehmen und. Mindestens, gucken. Ich würde sogar sagen, geht's bei einer Kräuterfrau mit. Ja. Macht ein paar Führungen mit, die zeigt euch die wichtigsten. Wir brauchen nicht die Spezialistenkräuter. Wir brauchen für das alltägliche Kräuter, die es in großen Mengen gibt. Nenne, Brennnessel, Spitzwegerich, Gänseblümchen, Löwenzahn, man kann den Klee essen. Grundsätzlich könnte man auch einfach nur das Gras essen. Es gibt keine giftigen Gräser. Mhm. Wir haben Weizengras, wir haben Gerstengras. Das gibt's als Blattpulver oder als Flüssignahrung zum Entgiften vom Körper. Auch Schwermetallausleitung. Und da reicht eine Handvoll für den Anfang.
Wie bereite ich das zu? Am besten also, gar nicht. Knabbern? Mhm. Am besten, also ich hatte letzten Sommer ein älteres. Weiß ich jetzt nicht, ob es mir schmecken würde, aber ja. Ja, das ist, für mich ist das Geschmacksaustesten. Also das heißt, natürlich hat jeder einen anderen Geschmack. Und für mich schmeckt vor allem die Mischung gut. Mhm. Natürlich ist es grässlich, wenn ich sage, ich muss jetzt einen Löwenzahnsalat essen. Der ist echt eine Herausforderung. Was in der größeren der? Menge. Bitter? Ja, der ist schon ganz schön bitter. Okay. Und der hat ja auch den Milchsaft drin. Mhm. Und das macht einfach bitter. Aber ist eine wunderbare Leberkur. Oder wenn man sagt, na ja, jetzt esse ich mal so 50 Rotkleeblüten. Irgendwann mal macht es zu. Mhm. Braucht man nicht. Und ich finde, einfach mischen. Einfach 4, 5 verschiedene Sorten mischen, mit Essig-Öl-Marinade anmachen. Ganz einfach. Je einfacher, je unverarbeiteter das Essen ist, desto besser ist es, desto wertvoller bleibt es natürlich. Und von dem her denke ich mir, brauchen wir vor allem die Pflanzen, die es viel gibt. Also die bei uns letztendlich als Wildkraut wachsen oder als, manche bezeichnen es ja heute noch als Unkraut. Unkraut, genau. Das heißt, bei mir im Garten wächst der Giersch. So ein Unkraut, wenn jemand einen Garten hat, Giersch, wenn das einmal drin ist, da kriegen die einen Vogel und fangen an zu graben. Das ist ein total geniales Vitalkraut. Ist entwässernd, ist nierenanregend, leitet Giftstoffe in den Gelenken aus. Hat man früher verwendet als Zipperleinskraut. Das war die Gicht. Zipperleinskraut, ja. Hieß früher die Gicht. Und wenn ich heute Gicht habe, dann esse ich Giersch. So, und jetzt drehen wir den ganzen Spieß um. In was für Mengen denn? Jeden Tag mindestens eine Handvoll. Sie machen schon die richtige Bewegung. So. Also frische Kräuter einfach mal eine Handvoll sammeln, ja. Das würde reichen für einen Tag. Okay. Und wir müssen es aber täglich essen. Wir können kein Polster ansammeln in uns, sondern wir brauchen die tägliche Zufuhr. Und wenn wir das machen würden, also ich mache das, sobald der Schnee weg ist, fange ich an zu sammeln, jeden Morgen mein Smoothie oder dann kleingeschnittenen Salat tagsüber mit rein als Gewürz. Ich finde, wir haben so verlernt, Kräuter, Wildkräuter, aber auch so Kräuter wie Zitronenmelisse, Thymian in größeren Mengen zu verwenden. Wir verwenden es nur noch im kleinen Döschen, so ein bisschen als Würze. Genau. Viel zu wenig. Wir würzen mit dem ja auch gar nicht. Also da könnten wir echt von den Italienern lernen. Die würzen mit Kräutern, das schmeckt nach Thymian, das schmeckt nach Oregano, das schmeckt nach Basilikum. Und bei uns, da ist das mal vorbeigeflogen. Und das ist so, genau, so 3 Blatt Basilikum auf ja, der Tomate. Genau. So, ja, genau. Und das haben wir vergessen. Und das müssen wir wieder lernen. Also, und wenn wir das lernen und wenn wir es selber hätten, frisch, bräuchten wir keine Vitaminpillen, keine Mineralstoffpillen, keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Wir hätten die frische Kost mit allem, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitalpower in unseren Kräutern, die wir einverleiben können. Wie bekommen wir das in die Stadt? Indem wir es in die Töpfe tun, indem wir es in die Kübel tun. Das können wir auf dem Fenstersims können wir sammeln. Wir können es, also es gibt in der Stadt Urban Gardening. Ja. Also es gibt in der Stadt, hängen sich die Leute das an die Hauswand. Mhm. Das kann ich selbst und ernten von. Stimmt, das Zeug, das ist ja Unkraut, das wächst ja wie blöd, ja, man muss sich ja nicht mal kümmern. Ne? So ist es. Also Brennnesseln kriegt man nicht so leicht tot. Und immerhin natürlich. Wie fasst man eigentlich Brennnesseln dann? Also ich meine, die brennen doch. Wenn ich da jetzt einen Salat draus mache, wie? Am besten, man hat eine zarte Hand. Also ich lang die Brennnessel immer nur pur an, weil wenn man sich mit ihr mal versöhnt hat, brennt sie einen nicht mehr. Weil man sie eben achtsam anfasst. Ja, aber spätestens, wenn ich sie esse, das ist ja. Ja, also Brennnessel im rohen Zustand esse ich auch nicht. Ach so, was machen Sie denn dann, wenn Sie einen Brennnesseln Salat? Also ich, Brennnessel kommt bei mir nicht in Salat. Ach so. Bei mir, also Brennnessel ist für mich wirklich ein Kochgemüse. Mhm. Das heißt, also was man machen kann, ist Brennnesselblätter, wenn sie im Juni richtig schön groß sind, einfach mal abends hergehen, Brennnesseln ernten, Olivenöl in eine Pfanne rein, bisschen mehr und die Brennnessel sozusagen zu Chips ausbraten. Und nur ein bisschen Kräutersalz drüber oder ein bisschen Chili-Pulver drüber und dann kauen. Knuspert total fein. Darum geht's ja. Genau, darum geht's. Und die Brennnessel hat natürlich was, die Brennnessel hat, sie hat sehr viel Mineralstoffe. Und Mineralstoffe sind nicht hitzeempfindlich, das heißt, die bleiben auch beim Ausbraten nahezu vollständig erhalten. Mhm. Das heißt, ich kann die trotzdem essen, sobald ich die Brennnessel esse, gekocht, gebraten, gedünstet als Spinat, in das
Gründonnerstagssuppe oder in der Kräutersuppe bleibt wesentlich das meiste drin. Also Vitamin C ist natürlich etwas, was rausgeht durchs Braten, aber ansonsten bleibt das meiste drin. Auch das Eisen und das Eiweiß, das tierische Eiweiß. Die Brennnessel ernährt sich am liebsten von Exkrementen, also Kuhdung, Ziegendung, dort wo Schutt unten unter der Erde drunter ist, wo auch Metallhaltiges wächst, da kommt die Brennnessel. Sie wandelt Metalle aus dem Boden, auch aus dem Gestein, wandelt sie sozusagen um, nimmt, also das Wasser löst das Gestein oder diese Metalle aus dem, aus dem Rost sozusagen ja immer wieder in Spuren und die Brennnessel nimmt dieses Metall auf, wandelt es sozusagen in ihrer Pflanzenfaser so um, dass wir Menschen es menschenverfügbar bekommen. Wir könnten nicht am rostigen Nagel runterschlecken, es bringt nichts. Wir können es nicht verwerten. Und darum brauchen wir die Pflanzen, die uns das sozusagen für unseren Körper verfügbar machen. Ist eigentlich genial. Mit wie vielen Pflanzen arbeiten Sie? Also wie viel Kräuter, haben Sie ständig unter Beobachtung? Keine Ahnung. Also ich hab einen großen Garten, in dem sind, keine Ahnung, 60, 80 verschiedene Kräuter drin. Die wachsen da, das ist meine Blumenrabatte, weil die blühen ja auch. Und ich gehe morgens durch den Garten und frage die Kräuter, hey, wer möchte mich heute begleiten? Also ich habe den Spieß umgedreht. Ich suche die Kräuter, sondern ich lasse mich von den Kräutern ansprechen. Wie machen die das? Da wird jetzt nicht eine Brennnessel sitzen und sagen, oh, hier ich. Also wer weiß. Das wäre auch ein bisschen laut. Stimmt. Man muss die stille Sprache der Pflanzen natürlich schon verstehen lernen. Beschweren sich dann die Nachbarn, weil der Apple ist immer so ein Lärm im Garten. Das ist natürlich Intuition. Mhm. Das heißt, ich gehe in der Früh raus, wenn es im Sommer ist, barfuß natürlich, das ist meine erste Kneipptour. Nicht die Kneipentour, sondern schon die Kneipptour. Und dann laufe ich einfach so durch den Garten und welche Kräuter nehme ich heute für meinen Frühstückstee? Und dann pflücke ich einfach das, was ich denke, was gerade passt. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich durch den Garten gehe, dann gibt's Kräuter, die sagen, hey, heute möchte ich in deine Teetasse, weil heute tue ich dir gut. Mhm. Ja. Weil ich nehme immer wieder neue und es gibt, also ich denke da auch nicht drüber nach, das ist gut, dass in der Früh ist, da denke ich nur nicht so, sondern da bin ich einfach so, da gehe ich einfach durch den Garten und denke, ha, welche sind's denn, ja? Wir sind heute so verkopft und das ist die beste Übung, aus dem Kopf zu kommen, rein ins Gespür, ins Gefühl und eben zu gucken, einfach nur zu sagen, hey, wer will mit? Was ich mich die ganze Zeit frage, ist, Sie haben pubertierende Kinder. Ja. Wie reagieren die auf das Ganze? Naja, die sind so wie ich, von klein auf gewohnt. Okay. Also die essen die Kräuter nach wie vor. Also das heißt, die rennen jetzt nicht wie die Blöden zu McDonald's, weil sie, okay. Meinen Kindern schmeckt McDonald's nicht. Schwein gehabt. Die sind von klein auf mit lebendiger Nahrung groß geworden. Mhm. Also der Große ist etwas ein Allergikerkind, aber der hat eigentlich keine Allergien mehr. Die sind bumperlsgesund. Von dem her absolut stabil, sind nie krank. Da beschweren sie sich immer wieder, dass sie nie krank sind. Und also Erkältung, Schnupfen, kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Und ich bin mir sicher, das sind die Pflanzen, die uns da das ganze Jahr unterstützen. Mhm. Und wenn es im November, Mitte November zuschneit. Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Was machen Sie denn eigentlich jetzt bei dem Wetter? Dann habe ich getrocknete Kräuter zu Hause. In Form von Kräutertee. Ich mache im Sommer mein Kräutersalz selber, das mir den ganzen Winter reicht. Und da habe ich im Prinzip getrocknete Pflanzen drin. Und da ist drin Brennnessel, Giersch. Reicht das? Also weil die Basis ist ja Salz. Ja, man darf es jetzt nicht mit dem gekauften Kräutersalz vergleichen. Okay. Mein Kräutersalz ist sehr kräuterig und wenig salzig. Okay. Also das ist Geschmacksgebung und gleichzeitig mit dem Salz würzen. Mhm. Und da gibt's verschiedene, also zwei, drei so Mischungen. Das eine ist so die Kartoffelfraktion-Mischung. So, da ist Gundermann mit dabei. Das passt wahnsinnig gut zu der Kartoffel. Gundermann. Der Gundermann oder die Gundurebe. Kenne ich als Musiker, aber als
Kraut habe ich das noch nie. Ehrlich? Was ist der Gundermann? Es gab mal jemanden, der hieß Gundermann. Also, aber echt? Mehr weiß ich auch nicht. Okay. Also der Gundermann ist so ein Rankgewächs, das wunderschöne lila Blütchen hat und so Blätter, die ganz rund sind und außen so ganz runde Buchtungen hat. Also es schaut so ganz harmonisch aus, das Blatt. Schmeckt etwas erdig. Manche würden auch modrig sagen. Für mich ist es erdig und es wurde früher verwendet, vor allem in Gegenden, wo Erzabbau passiert ist, weil es die Schwermetalle im Körper ausleitet. Und im Erzabbau werden Schwermetalle frei. Die Menschen haben die eingeatmet und man hat es immer erkannt, indem sie an der Oberlippe so einen dunklen Saum bekommen haben. Und dann hat der Arzt die freigestellt und hat gesagt, du trinkst jetzt 2 Wochen Gundermann-Tee, um die Schwermetalle wieder auszuleiten, weil sonst wären die ganz früh verstorben. Und ja, und auch heute haben wir Schwermetallbelastung über Autoabgase, über Verschiedenstes, was wir so zu uns nehmen, über Ernährung, was auch immer. Und der Gundermann leitet alles aus, was im Körper eitrige Prozesse sind, zusätzlich. Also der Gund ist ein althochdeutscher Begriff für den Eiter. Ja. Und den kann man, also wenn man jetzt einen Nagelumlauf hat, kann man Gundermann. Nagelumlauf? Also das heißt, wenn hier so um den Nagel, um das Nagelbett so eitrig Entzündung, ist, so, entzündig ist, dann kann man hergehen und kann Gundermann nehmen, kann das verreiben in der Hand und kann das sozusagen da drum geben, einen Verband drum und das dann drauflassen. Mhm. Oder einen starken Tee und den Finger rein und da drin ein Fingerbad machen, um sozusagen den Eiter zusammenzuziehen, dass der abfließen kann. Mhm. Und dass die Entzündung sozusagen ausheilen kann. Genau. Also das sind so Dinge, die, und Sie merken schon, man kann auch Heilkunde mit Ernährung irgendwann mal nicht mehr trennen. Weil in dem Moment, wo ich weiß, wie die Pflanze heilkundlich wirkt und ich esse sie ganz normal, weil es mir einfach auch gut schmeckt, ja, dann kann ich vorbeugend irgendwelche entstehenden Eiterprozesse im Körper, Entzündungsprozesse im Körper, die am Entstehen sind, von vornherein eliminieren. Das heißt, die können gar nicht weitergehen. Was machen Sie, wenn Sie mal 3 Wochen in Urlaub fahren? Nach irgendwohin dämliche Insel, wo was wächst, was Sie noch nie gesehen haben? Dann genieße ich den Urlaub und lass mal 5 Grad sein. Okay. Also aber siehst du, dass sie dann in Panik verfallen, weil sie denken, oh Gott, ich habe keinen Gundermann mehr. Mein Körper ist so gesund, der hält es aus. Okay. Und was ich schon dabei habe, ich habe immer Tinkturen dabei. Aha. Also zum Beispiel die Meisterwurz-Tinktur. Meisterwurz? Ja, ist eine Bergpflanze, eine absolute Kraftprotzpflanze. Ja, hilft dem Meister auf die Meisterin, ist eine alte Bezeichnung. Sie wissen, was gemeint ist. Natürlich. Und damit ganz klar eine Pflanze, die kraftaufbauend ist. Ist so schön, weil früher wurden so alte Bezeichnungen so nett umschrieben. Ja. Aber ich frage mich immer, was steckt dahinter? Also was ist die Botschaft hinter diesem Spruch? Und das heißt, es ist eine Pflanze gegen Burnout, wenn wir sie heute verwenden. Wenn wir diese Pflanze verwenden, können wir eine energielosen, kraftlosen, völlig ausgelaugten Zeit, weil wir gerade so viel Stress haben in unserem Leben, emotional Stress oder tatsächlichen Stress in der Arbeit, weil wir so viel leisten müssen, können wir die Meisterwurz als Pflanzenbegleiter einfach nehmen. Ja, mehr wie nichts helfen kann es nicht. Stimmt. Es passiert sonst nichts. Mir stimmt, mehr als nicht helfen kann es nicht. Genau. Ja. Und ich sage dann immer, wenn ich zum Arzt gehe und Husten habe oder Schnupfen oder eine Grippe und der verschreibt mir irgendwas, kriege ich doch auch keine Garantie, dass er sagt, das hilft jetzt. Ja. Sondern ich muss es genauso ausprobieren, ob dieses Mittel genau gegen mich hilft. Drum fange ich zuerst mit den Kräutern an, falls ich mal krank werde. Und wenn ich nach einer Woche feststelle, okay, ich bin mit meinem Latein am Ende, kann ich immer noch zum Arzt gehen. Weil so schnell stirbt man nicht. Ja. Und die Tinkturen machen Sie dann auch alle selbst? Ja. Wie macht man Tinkturen? Im Prinzip. Einkochen? Nein. Nicht. Also die Erkenntnis über die letzten 20 Jahre, die ich habe, ist, wenn ich mal anfange mit den Kräutern und so mir so ein gewisses Basiswissen erarbeitet habe oder mir beigebracht wurde, merke ich auf einmal, es gibt gewisse Grundstrukturen, wie was gemacht wird und das ist immer einfach. Und ich weiß, dass es in der modernen Zeit heute, auch in der modernen Kräuterkunde heute, ganze Bücher nur über Tinkturen gibt, wo ich da stehe und sage, naja, brauche ich eigentlich gar nicht, weil wenn ich die Basis verstanden habe, wie eine Tinktur angesetzt wird, brauche ich kein Buch mehr.
Dann brauche ich nur noch ein Pflanzenbuch, das mir sagt, welche Heilkunde hat welche Pflanze. Und wie setzt man eine Tinktur an? Also was traditionell ist wird sie angesetzt, immer in Alkohol. Eine Tinktur ist immer ein alkoholischer Auszug. Früher haben hilft dann auch gegen das Zittern. Ne? Langfristig in großen Mengen genossen, auf alle Fälle. Wenn man die richtige Pflanze dabei hat, ist recht. Und es ist eben so einfach, weil ich habe die Pflanze und im Endeffekt ist es ein Auszug in Alkohol. Der Alkohol ist selber der Geist der eigentlichen Pflanze. Es ist ja auch wieder sozusagen eine Destillation. Das heißt, ich habe im Alkohol eh schon den Pflanzengeist. Und nimm sozusagen die Pflanze, leg die Pflanze in den Alkohol ein und zieh auch hier wieder sowohl Substanzen, körperliche Substanzen, also die Wirkstoffe raus, aber immer auch den Pflanzengeist. Der geht sozusagen in Korrespondenz mit dem Pflanzengeist des Alkohols. Ist es egal, wie lange die Pflanze da drin liegt? Oder anders gefragt, kann sie zu lange drin liegen? Das kommt auf die Pflanze an, das kann man pauschal nicht sagen. Es gibt sicherlich Tinkturen, die müssen schneller raus, weil es vielleicht auch ein bisschen minder giftig sein könnte, weil gewisse Wirkstoffe sich in gewissen Zeiten rauslösen. Aber ich sage es mal, wenn man so bei, ich sag mal, normalen Pflanzen sind, wie die Melisse, also Melissengeist kennen ganz viele so von Oma. Und die hat das tatsächlich gegen Zittern genommen. Ja, und das stimmt auch noch. Also es hat mit dem Alkohol gar nichts zu tun, sondern die Melisse ist eine Pflanze, die bringt hibbelige, völlig aufgedrehte Menschen nach unten in die Ruhe und total phlegmatische Menschen absolut in eine milde Aktion. Aha. Also das heißt, die Melisse ist für mich die Pflanze der Harmonie, ähnlich wie die Rose. Aber die Melisse ist für Kind, Mann, Frau, Greis, alle Menschen da. Die ist für mich aus meiner Sicht völlig unterschätzt, vor allem in so einer Zeit wie heute, wo wir alle uns wahnsinnig schwer tun mit Entspannung. Also ganz viele Menschen, die so zwischen 40 und 60 sind, haben riesige Probleme, durchschlafen, entspannen. Wir haben verschiedenste autogenes Training, verschiedenste Entspannungstechniken heute, die man erlernen muss. Naja, trinkt's abends mal einen Melissentee. Und das ist auch eine Pflanze, die hat keine Anwendungsbeschränkung. Also Melissentee kann ich echt auch mal ein Jahr lang trinken. Es tut mir nichts. Die wirkt ganz sanft. Also die Überdosierung ist da extrem unwahrscheinlich. Okay. Genau. Und kann ich sogar Kindern geben, die halt vielleicht, heute nennt man das ja so leicht hyperaktiv, die einfach lebendiger sind wie andere. Ja, die vielleicht auch ein bisschen spannungsgeladener sind wie andere. Aber das ist einfach eine Zeiterscheinung, weil wir heute alle viel spannungsgeladener sind. Wir haben auch mehr Spannung um uns herum. Auch über die digitalen Medien. Und unser Körper muss lernen, damit zurechtzukommen. Was für Alkohol nehmen Sie? Also der Deutsch. Tatsächlich. Ist es so, ich trinke gern rum, dann tue ich meine Melisse in so rum. So ist es. Also ich finde, so eine Tinktur ist auch schön, wenn sie schmeckt. Okay. Und es ist spannend. Also es gibt da auch wieder verschiedene Strömungen in dieser ganzen Kräuterkunde-Geschichte. Es gibt Leute, die sagen, wir brauchen 90%igen Weingeist, um eine Tinktur anzusetzen. Ich persönlich kann damit nicht mitgehen. Das Einzige, wo ich 90%igen Alkohol nehmen würde, ist ein Harz, also Fichtenharz oder Weihrauch. Ist jetzt nichts Heimisches, der Weihrauch, aber Fichtenharz. Dann würde ich das nehmen, weil Harz einfach sich sonst nicht löst. Ja. Aber ich würde niemals so eine ganz zarte, grüne Pflanze wie Melissenblätter oder eine Rose oder ein Veilchen in 90%igen Alkohol geben. Das ist für mich, also ich, wenn ich in die Pflanze reinspüre, habe ich den Eindruck, die wird verbrannt. Ja. Das ist für mich die Erkenntnis. Ich habe das auch mal gemacht, weil ich das so gelesen habe und dann habe ich das gemacht und ich dachte, boah, das geht gar nicht. Und ich habe es dann angefangen auszupendeln. Mhm. Also man als Kräuterfrau macht man so ziemlich viel und ich habe dann angefangen zu pendeln, habe ich mit 16, 17 schon gemacht, so aus dem Spaß raus und habe geschaut, wie viel Alkohol, wie viel Wasser will denn die Pflanze, wo ist denn da die Grenze? Mhm. Ja. Und ich habe das mit dem Schlüsselblümchen ausprobiert. Ich habe im Frühjahr ein Schlüsselblümchen genommen, habe es in ein Glas rein, habe mir eine Tinktur angesetzt, habe dann Wasser genommen und habe das Pendel drüber gehalten und habe einfach das Pendel gefragt, wie viel Wasser willst du denn, Schlüsselblümchen? Und dann habe ich so lang gegossen, bis das Pendel aufgehört hat zu pendeln. Dann dachte ich mir, okay, ist gut, habe das ausgemessen, habe geschaut, wie viel ist es und dann habe ich es mit dem Alkohol genauso gemacht und habe das dann berechnet und es kam etwa 7% raus. Das heißt, ich könnte es auch in Wein einlegen.
Und witzigerweise, es gibt von Hildegard von Bingen ein Schlüsselblümchenwein. Die wusste das auch schon. Also es hat sich eigentlich nur das bestätigt. Ich habe das im Versuch bestätigt, was die Hildegard von Bingen tatsächlich auch schon gesagt hat. Und die ist jetzt ein bisschen älter wie ich. Harz? Was machen Sie mit Harz? Also ich verwende Fichtenharz, Lärchenharz, Tannenharz, Weißtannenharz. Und damit in erster Linie verräuchere ich es. Das ist für mich der Weihrauch des Allgäus. Was macht das, abgesehen von gut riechen? Es klärt die Luft, es klärt die Atmosphäre. Es gibt den Menschen, die in dem Haus wohnen, Rückgrat. Also gut für so wankelmütige, pubertierende, himmelhoch jauchzend melancholische Jugendliche. Wahnsinnig gut. Es ist, für mich ist auch die Fichte, vor allem die Fichte, eine Pflanze, die so einem die Gradlinigkeit gibt, ja, und Rückgratstärkung. Und aber es klärt absolut die Atmosphäre. Also wenn viel gelebt wird in Häusern, dann ist es gut, ab und zu mal mit dem Fichtenharz durchzureinigen. Was ich noch gefunden habe auf der Webseite Ihres Vereins, ist, Sie machen richtig Lehrgänge für Selbstversorgung. Mhm. Machen Sie das auch selber? Also kommen Sie komplett ohne Einzelhandel zu? Nein. Also wir sind ein 5-Personen-Haushalt und braucht man einfach gewisse Lebensmittel. Ich glaube, um das geht's auch heute gar nicht mehr. Ich glaube, es geht in erster Linie darum, so viel Selbstversorgung zu schaffen, wie man Zeit hat. Denn der begrenzende Faktor tatsächlich ist die Zeit in der heutigen Zeit. Und die Frage ist, wo fängt Selbstversorgung an und wo hört sie auf? Also Selbstversorgung. Und ich frage Sie. Ja. Wo fängt sie an und wo hört sie auf? Für mich, also wir versuchen so viel Selbstversorgung vor allem im Essen, also bei der Ernährung zu schaffen, wie wir irgendwie können. Wie gesagt, ich habe einen großen Garten. Bei mir fängt es an mit Johannisbeeren, mit Kornelkirsche, mit Äpfeln, Birnen. Ich habe eine René Claude vorm Haus. Eine was? Eine René Claude. Das ist sowas Ähnliches wie eine kleine Aprikose, aber halt natürlich etwas, was hier wächst. Heimisch ist. Ich habe einen Zwetschgenbaum. Wir haben ganz viele Kräuter, die wir als essbare Wildpflanzen essen. Also das heißt, mein Salatersatz wächst täglich im Garten. Und wir haben natürlich auch einige Gemüsebeete, wo ich einfach alles, was im Allgäu wächst, anbauen kann. In erster Linie natürlich auch Kraut, Zwiebeln, Lauch. Gelbe Rüben, mal wird's was, mal wird's nix. Man muss auch als Selbstversorger mit Misserfolgen zurechtkommen. Salat, so der normale 0815 grüne Salat kaufe ich im Laden, im Bioladen, weil der da echt günstiger ist. Der versperrt mir hier nur Platz. Aber was ich hier aussehe, ist Feldsalat. Der Feldsalat sät sich hier selber aus. Ich lasse immer einen Teil selber wieder ausblühen und Samen bilden. Und damit habe ich im Frühjahr Feldsalat und im Herbst Feldsalat. Rote Beete werden wunderbar bei uns im Allgäu und ich kann das Rote Beete Laub ernten, kommt in den Smoothie rein als Grünkraft und dann, wenn die Rote Beete ausgereift ist, dann habe ich im Herbst eine relativ lange Zeit Rote Beete zum Ernten, so lang, bis es zuschneit und die letzten, die kommen dann sozusagen in die Miete im Keller und werden dann laufend verwendet. Reicht im Normalfall bis Weihnachten. Beziehungsweise dieses Jahr hatten wir so viel Lauch, richtig tollen, großen Lauch. Also ich den letzten Lauch habe ich jetzt den habe ich noch im Kühlschrank. Jetzt im Ende Februar. Ich wollte gerade fragen, wie bewahren Sie den denn auf? In der Sandkiste. Der wird einfach in den feuchten Sand eingeschlagen. Ach. Und möglichst kühl. Frostfrei, aber kalt gelagert. Also im Keller? Im Keller. Kiste dunkel. Mit feuchtem Sand und da einfach den Lauch drin vergraben. Nennt und dann hält der ewig. Ja. Und das sind die alten Vorratshaltungsmethoden, die Oma, Opa alle gekannt haben, die heute kaum. Rumtopf. Ja, die heute kaum mehr jemand kennt. Ja, Rumtopf war auch nur eine Vorratshaltungsmethode, definitiv. Naja, einkochen, genauso wie meine Mutter macht das immer noch, die kocht dann immer noch Sachen. Rote Beete einkochen als Salat oder als Gemüse. Wir haben heute Gefriertruhen, wir können vieles auch, also ich habe ganz viel Brokkoli geerntet, der wird laufend geerntet. Alles, was dann an kleine Röschen nachwächst, wird sozusagen laufend in die Suppe mit reingenommen und die jungen Blätter, die nachwachsen, kommen alle in den Smoothie. Also wer nimmt sonst Brokkoliblätter? Kein Mensch, ja, die werden normalerweise Kompost.
wüsste jetzt so nicht mehr, dass ich jemals Brokkoliblätter gesehen hätte, ehrlich gesagt. Richtig. Dafür brauche ich Selbstversorgung, weil dann kann ich raus in den Garten und frischer mit so einer Null-CO2-Bilanz wie im Selbstversorgergarten geht's nirgends. Na, vor allen Dingen ist es da ja wirklich frisch. Also das, die Annahme, dass das Obst und Gemüse, das wir im Laden kaufen, frisch sei, ist ja auch falsch. Ja. Weil das ist halt verzehrfertig, aber es ist halt nicht frisch. Das frisch ist ja nochmal ein Unterschied. Also muss ja nur sehen, wie Tomaten geerntet werden. Das, ja. Ich hatte da auch ein Schlüsselerlebnis hinsichtlich dessen, warum mache ich wirklich Gemüsebeete heute noch? Ja. Ja, warum will ich, dass es frisch, das Gemüse wirklich aus dem Garten kommt? Ich habe in einer Naturkostzeitung gelesen, wie lang man, also ging es um die Lagerung von Gemüse heute in diesen großen in diesen großen Hallen an den Autobahnen entlang, sieht man die ja, die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen die letzten Jahre, wie lange eine Banane dort gelagert werden kann, längstens, bis sie dann im Laden liegt. Und als ich gelesen habe, dass es bis zu einem Jahr möglich ist, habe ich mir gedacht, ich will das nicht mehr essen. Ich will das nicht mehr essen. Und das machen sie mit Gemüse, genauso mit Obst. Ich meine, okay, es ist interessant, dass man die Erkenntnis, was steckt hinter Bodenseeobst oder ähnliches, dass eben auch diese Lagerhallen, dass der Sauerstoff entzogen wird und begast werden. Ja klar, wo soll ich sonst irgendwie im März einen Apfel herkriegen? So ist es. Also dass es zwar eine Notwendigkeit ist, aber dass ich trotzdem für mich frei entscheiden möchte, ob ich das noch essen will. Das heißt, Sie essen auch jetzt gerade keine Äpfel? Doch, ich habe noch Lageräpfel tatsächlich vom Herbst. Ja. Also wir haben auch, das ist die Kunst. Als Selbstversorger hat man nicht nur eine Sorte, ja, so wie jetzt irgend so eine riesen Obstplantage, die, was weiß ich, Jona Gold 5 Hektar hat, sondern ich habe einen Baum Frühäpfel, einen Baum von der Sorte, die super für Apfelmus ist. Ich habe einen Baum, den man super einkochen kann mit Apfelschnitz. Ich habe 2 Bäume, die Lageräpfel sind und das weiß ich. Ja, die pflanze ich ganz bewusst in den verschiedenen Sorten und dann habe ich eben einen Bohnapfel, so heißt der. Der ist relativ klein, knallrot im Herbst, wenn man erntet, knochenhart und durch das Lagern reift der langsam nach. Aber der braucht bis März. Und im März habe ich Äpfel und muss nicht auf die teuren Äpfel im Laden zurückgreifen, sondern kann tatsächlich aus meinem eigenen Vorrat schöpfen. Und da habe ich eine Apfelhorde, die habe ich geschenkt bekommen. Also sagt Ihnen Apfelhorde was? Nee. Das ist im Prinzip wie ein Regal mit Schubern. Mhm. Und diese Schuber haben unten eine Lattung und auf diese Lattung legt man alle schön nebeneinander die Äpfel, so dass die nicht übereinander liegen, keine Druckstellen kriegen. Und ich einfach nur einen Schuber aufmache und sage, welcher ist jetzt schlecht? Ja, weil manchmal passiert's, dass einer auch mal faulig wird, den entnehme ich. Oder ich nehme laufend von oben nach unten einsortiert, die frühesten, die ältesten, die spätesten, nehme ich laufend einfach, was ich brauche. Wenn ich Apfelmus mache, wenn ich Apfelringe mit Leber koche, wenn ich einen Apfel frisch essen möchte, wenn ich in der Früh mir einen Apfel in einen Quark reinreibe, hole ich einfach meinen Apfel aus dem Vorrat. Und das natürlich leidet der auch langsam, ja, und reift nach. Ja, man muss sich halt dann überlegen, wie man ihn zubereitet. Also aber ist dann halt kein knackiger Apfel zum Reinbeißen mehr, sondern. Doch, eben schon, wenn die richtige Sorte passt. Und wenn sie mal schrumpelig werden, naja, dann werden sie eben zum Bratapfel oder werden sie eben zum Apfelmus. Und dann gibt's Apfelmus. Oder jeden Tag mein Smoothie. Ich brauche jeden Tag einen Apfel für ein Smoothie. Wie viel Grundstück brauchen Sie dafür? Also das klingt jetzt so, als wäre man ganz gut bedient, wenn man so 1,5 bis 3 Hektar hätte. Nee. Das ist eben meine Erkenntnis der letzten 5 Jahre, also konkret 5 Jahre, weil wir die Selbstversorgerausbildung im Allgäuer Kräuterland seit 5 Jahren anbieten, ist, dass der begrenzende Faktor tatsächlich die zur Verfügung stehende Zeit in der heutigen Zeit, in der wir leben, einfach ist. Denn wenn einer von beiden oder beide arbeiten gehen, dann muss man das schon als sein Hobby sehen auch. Da hat man im Zweifelsfall auch nur am Wochenende Zeit, sich ernsthaft zu kümmern. Naja, ich meine, der eine, der geht abends zum Biken strampelt dann noch 50 Kilometer runter. Wir haben auch Zeit, 2 Stunden vor der Glotze zu sitzen. Genau, andere sitzen sich abendeweise 3 Stunden vor die Glotze. Ich gehe in den Garten. Und ganz ehrlich, ich glaube, ich bin ausgeglichener, ich bin harmonischer, ich bin zufriedener und es ist mein
mein Abgeben der Probleme an die Mutter Erde. Ja. Also dieses Arbeiten mit den Händen in der Erde, das erdet. Und ich habe eben auch einen weitgehenden Sitzjob als Bildungsberaterin, wo ich wahnsinnig viel am Rechner sitze, um das alles irgendwie zu sortieren. Gehe abends eine Stunde in den Garten. Wenn ich heimkomme, so, es ist noch schön draußen, dann gehe ich eine Stunde in den Garten. Und das reicht dann auch. Und nach einer Stunde komme ich runter. Und das reicht dann auch an ich sag mal, investierte Arbeit, um hinterher die Ernte einzufahren. Logisch. Ja, natürlich. Und das brauche ich nicht mal jeden Tag machen, sondern es gibt auch mal schlechtes Wetter, da gehe ich nicht raus, sondern ich mache das bei schönem Wetter und dann jäte ich da ein bisschen was durch und schaue nach dem Gemüse und gucke, muss ich was mulchen oder wo muss ich was nachsäen, wo muss ich was ernten. Und das reicht. Aber es ist eben so dieses, für mich ist das der totale Ausgleich. Weil ich einfach hier, ich brauche keine Schlaftabletten, ich brauche keinen Melissentee mehr, wenn ich eine Stunde im Garten war. Weil ich da echt in meine Ruhe komme und ich allem nur nachdenken kann, was war so heute am Tag. Und ich sage immer, ich darf es abgeben an Mutter Erde und die transformiert das langsam. Ich kann alle Sorgen, kann ich ausquatschen, ich kann da draußen rumbläken, ich kann alles machen. Ich kann mit der Hacke, wenn es mir richtig ankäst und ich voller Wut bin, dann grabe ich mal ein Stückel Erde um, dann geht die Wut schon raus. Also ich, alles, was dran ist, ja. Die Möglichkeit habe ich in der Stadt oft nicht. Da wollte ich jetzt hin, ja. Ja. Was machen so arme? Oh gut, ich habe einen kleinen Balkon, da könnte ich jetzt noch irgendwie ein bisschen so ein Pflanzkübel oder Hochbeet hinstellen und so. Richtig. Ne? Also A, glaube ich, dass nicht alle Menschen das machen wollen. Ja. Die müssen sich andere Methoden suchen oder sich irgend so eine Urban Gardening oder Guerilla Gardening oder einer Solavie anschließen. Solavie? Eine solidarische Landwirtschaft. Ach so, ja. Ja. Gibt's heute, Gott sei Dank, es gibt Landwirte, die sagen einfach, ich gebe anderen Menschen von meinem Stück Land für den Sommer was ab. Und das ist so eine Win-Win-Situation. Mhm. Also das wird auch mehr und ich bin total dankbar drum. Aber dadurch brauchen wir das alte Gartenwissen wieder. Und das ist in unserer Selbstversorgung-Ausbildung eben auch mit dabei. Also wir haben dieses alte Gartenwissen wieder ausgegraben, verknüpft mit Permakultur. Das heißt, ich habe begrenzte Zeit und ich versuche, meinen Garten so zu bewirtschaften, dass ich eben wenig Zeit investieren muss. Und die Pflanzen wachsen ja tatsächlich jeden Tag von alleine. Ich muss die nicht jeden Tag hüten. Und vielleicht mal ein bisschen Wasser drauf schütten, wenn man... Wenn es mal 2 Wochen heiß und trocken ist. Aber ansonsten nein. Es gibt eben Methoden, wenn ich mulche, dann bleibt die Bodenfeuchtigkeit in der Erde. Also ich brauche Methoden, die heute eben sehr wohl dazu führen, dass ich das Ganze auch extensiv bewirtschaften kann. Wenig Zeit, viel Ertrag. Und was wir auch haben, wir haben natürlich sowas wie Hügelbeete, Vertikalgärtnern. Das kann man auf dem Balkon. Also ich nehme ganz banal, ich nehme eine Palette, die ich beim Bauhof kriege oder irgendwo in der Spedition, nehme die hinten quer, wo diese Querhölzer sind, setze da einen Balkonkasten drauf oder mach mir selbst einen Balkonkasten aus diesem Fuß und füll Erde rein und dann habe ich einen vertikalen Garten. Dann kann ich da Brennnesseln, Rankerdbeeren, was auch immer reinpflanzen und das kann ich sogar an die Wand tackern. Und ich muss es einfach nur gießen und ein bisschen düngen. Womit düngen Sie? Also bei mir gibt's tatsächlich wirklich nur Ziegenmist. Mhm. Sie haben Ziegen? Ja, paar Ziegen. Und Kompost, der aus der eigenen Kompostwirtschaft entstanden ist. Und wenn ich was brauche, was stark düngt, dann mache ich mir eine Brennnesseljauche. Das heißt, ich nehme Brennnesseln, die eh schon ausgewachsen sind, gebe die in eine Wasser mit rein und lass die 2 Wochen stehen, möglichst abseits, weil es durch den Vergärungsprozess riecht nicht gut. Riecht es wirklich intensiv, ja. Da wird sozusagen das Tier in der Brennnessel frei und das ist Stickstoff. Und dann, wenn ich das soweit habe, dann nehme ich das, verdünne es mit Wasser und gebe es den Pflanzen, die es dringend brauchen. Alle Starkzehrer. Zucchini, Kürbis. Außerdem, ich habe eine alte Badewanne hier gefunden beim Hausumbau. Und die haben wir einfach in den Garten gestellt, haben sie mit Erde bepflanzt. Und das ist jetzt unsere Badewanne, die einfach bepflanzt ist. Schaut lustig aus. Und da kommen die Schnecken nicht hoch. Und was wächst dann da? Da habe ich meine Tomaten und meine Kürbis drin. Oder Zucchini. Wenn ich jetzt damit anfangen wollen würde, zu tun, was Sie tun. Ja. Wo fange ich an?
Nicht wo fange ich an, sondern wie fange ich an? Das meinte ich. Möglichst klein. Ja. Das heißt, wenn ich kein Gartenwissen habe. Lieber mal so ein Kresse-Igel. Dann ist es, ja. Ja, Kresse-Igel ist jetzt ja, für die Spielerei. Nein, einfach mal einen Balkonkasten zu nehmen und zu sagen, hey, ich säe mal Radieschen aus. Austesten, mal beobachten. Also letztendlich haben wir ja verlernt, überhaupt zu beobachten. Wir haben verlernt, dass Dinge Zeit brauchen, weil wir gehen in den Laden und kaufen fertig. Wir wissen nicht mehr, wie lange dauert das, bis ein Radieschen ganz gewachsen ist. Ja? Wie lange dauert das? Naja, so 6-8 Wochen. So schnell? Ja. Egal, wann ich es aussehe? Nö, im Frühjahr natürlich. Im Frühjahr. Hm. Oh, im Herbst schon auch. Es gibt auch Herbstradieschen oder Herbstrettich dann. Also dieses Wachsen sehen wieder. Ich hab aber da kann ich ja ständig Radieschen ernten, wenn ich dann ja. bei mir. Das ist ja großartig. Ja. Ich mag Radieschen. Ja. Und dass man eben auch dann sagt, es nutzt nichts, wenn ich eine ganze Packung auf einmal, weil das erste Radieschen, wenn die wachsen ja alle ungefähr gleich. Das heißt, Scheibenglas, jetzt habe ich eine Radieschenschwemme, was mache ich denn mit denen? Sondern dass man sagt, ein Balkonkasten ist 1,50 Meter oder 1,20 Meter. Ich mache erst ein Drittel, ja. nach 2 Wochen das nächste Drittel, ja. nach 2 Wochen das letzte Drittel. Aber angenommen, dann habe ich laufend. Aber was ist, wenn ich jetzt die Radieschenschwemme habe? Was mache ich denn da mit den ganzen Radieschen? Essen. Ja, aber wie mache ich Radieschen haltbar? Radieschen fermentieren, Wasser, Glas. Ja, also man kann es raspeln und fermentieren, das ist eine Methode. Ansonsten so viel essen, wie es irgendwie geht. Oder verschenken und hoffen, dass der Nachbar was anderes hat. Oder später eine Radieschenschwemme. Ich mach mir dieses Frühjahr, mache ich mir Radieschen auf dem Balkon. Oder Feldsalat. Ich finde Feldsalat total cool. Auf dem Balkon? Natürlich, auf dem Balkon, in den Kübel rein, Feldsalat säen. Aber in diese normalen, schmalen Blumenkästen geht das nicht, oder? Doch, natürlich. Geht genauso. Und ich würde empfehlen, es gibt diese Wasserspeicherkästen, die sind auch ein bisschen breiter, haben unten das Wasserreservoir. Dann muss er auch nicht täglich gießen, sondern die holen sich die selber nach oben. Und von dem her, also es gibt das so viel. Was für eine Erde mache ich da rein? Ist das egal oder? Also nee, das darf schon ein bisschen Erde sein. Also am besten natürlich. Also nicht dieses Kokoszeugs. Es darf ein Teil Kokos dabei sein, weil Kokos natürlich Wasser speichern kann und wie Torf ähnlich lang speichern kann. Was es haben muss, es muss natürlich schon ein gewisses Maß an Dünger auch haben. Ja. Also wir brauchen schon, die Pflanze braucht genauso Nährstoffe wie wir auch. Wenn wir Salat, Gemüse, Nudeln essen, sind das Nährstoffe für unseren Körper. Sonst würden wir eben auch nicht mehr wachsen. Weder die Breite noch in die Höhe. Aber gibt's ja diese Balkonerde, wo schon irgendwie Dünger drin ist. Ja, ich nehme halt Bio-Balkonerde oder wenn ich jemanden habe, der Kompost hat und sagt, boah, ich habe so viel Kompost, ich weiß gar nicht wohin, dann da hingehen und die Balkonkästen voll machen. Ja. Weil das ist natürlich das Allerbeste. So, jetzt sind Sie sind eine Allgäuer Kräuterfrau und Sie sind die Vorsitzende des Vereins Allgäuer Kräuterland. Was macht der Verein? Also was ist der Vereinszweck? Was ist der Vereinszweck? Also ich könnte jetzt mit der Satzung anfangen und könnte jetzt sagen, wie es in der Satzung steht. Ich glaube, es ist beides in einem. Also es ist tatsächlich so, dass wir 1999 uns gefunden haben, so 35 Leute, die am gleichen Zeitpunkt, also die sich einfach da gefunden haben. Wie gefunden? Also es finden sich doch nicht plötzlich 35 Leute irgendwo. Also es gab so eine kleine Gruppierung von etwa 12 Leuten, die haben andere wieder angesprochen und gesagt, wir wollen einen Kräuterverein gründen. Seid ihr dabei? Und die haben gesagt, ja, da sind wir dabei. Und so haben sich dann tatsächlich im November 1999 35 Leute getroffen, die gesagt haben, wir gründen einen Verein. Aber warum? Weil wir Deutsche sind. Nein, weil wir uns dem Thema Kräuter verschreiben wollen. Weil wir wollen, dass dieses alte Kräuterwissen, das im Allgäu noch sehr präsent ist, aber man hat schon gemerkt, das Wissen geht in die Vergessenheit. Die einzigen Kulturträger, die noch da waren, also die Menschen, die noch das wussten, die sind alt. Übrigens in der Zwischenzeit einige verstorben. Von denen, da war das irgendwann mal nicht mehr schick. Ja? Also in den 90er Jahren hat man sich um das Kräuterthema nicht mehr gekümmert, war nicht mehr interessant. Ja. Sondern es war tatsächlich so, dass viele gesagt haben, braucht man nicht mehr. Wir haben ja jetzt was anderes. Und nach wie vor ist es aber so, dass es nicht stimmt. Also ich glaube, wir brauchen dieses alte Kräuterwissen und diese Anwendungsmethoden, vor allem dieses Vorbeugende, was wir in die Ernährung einfließen lassen, dringend. Dringender denn je. Aber warum machen Sie es als Verein? Weil ein Verein
Gleichgesinnte sammelt, weil wir wie eine große Familie sind. Also es ist wirklich so, dass wir, der Verein hat in den letzten 18 Jahren, 18 Jahren von 35 beginnenden Leuten sich auf 1000. Und das ist eine Geschichte gewesen, wo wir gedacht haben, ja, genau so ist es. 1000? Ja, wo wir nämlich auch gesagt haben, wow, was passiert hier? Was machen die denn alle? Sind die alle aktiv oder so? Ja, also mehr oder weniger sind alle aktiv. Das kann ich jetzt gar nicht, also ich kann es nicht abschließend sagen. Aber es ist ein Verein, wo sehr viele Aktive sich treffen. Es gibt ganz viele Kräuterstammtische. Es gibt kleine Gruppen, die sich austauschen. Unser Job ist, ein großes Netzwerk zu flechten mit anderen kräuterinteressierten Leuten. Hier immer in der Entwicklung zu bleiben, immer in der Ideenfindung, immer zu schauen, hey, was ist denn jetzt dran, ja? Welche Ideen hätten wir denn? Was sehen wir denn jetzt? Und was wir immer gemacht haben, wir haben so Ideen aufgegriffen und es gab immer so 2, 3 Leute, die gesagt haben, ja, dafür bringe ich meine Kraft ein. Und so haben wir eine Ausstellung kreiert, konzipiert, zusammen mit einem anderen Museum, dem Bergbauernmuseum. Die heißt Allgäuer Kräuter im Wandel der Zeit. Das ist eine Wanderausstellung, komplett aus Holz. Es gibt kein Plastik in der Ausstellung. Also wir haben das immer ganz naturgemäß umgesetzt, weil wir sagen, wir können doch nicht Kräuter für Kräuter stehen und für die Natur stehen und dann irgend so eine komische Plastik-Metall-Ausstellung kreieren. Geht nicht. Wir haben immer sehr konsequent gehandelt. Wir haben einen Kongress 2003 initiiert. Den habe ich organisiert neben in meiner Freizeit sozusagen in meiner ehrenamtlichen Tätigkeit. Fragen Sie nicht, ja, learning by doing. Also wenn ich organisieren kann, das habe ich vom Beruf gelernt, aber trotz alledem, Kongress ist noch eine andere Nummer und wir waren völlig überrascht, wie viele Leute sich zu so einem Kongress anmelden, die gesagt haben, ja, ich will die Susanne Fischer-Ritze hören, ich will die Adelheid Link zu den Bäumen hören, ich will Menschen treffen, die sich für Kräuter interessieren, ich will Gleichgesinnte treffen. Und wir haben damals gesagt, okay, wenn 100 Leute kommen für 2 Tage, dann sind wir plus minus null vom Finanziellen her. Ja, 150 bis 170. Oh. Also es war egal, was wir gemacht haben. Wir haben irgendeine Idee in die Welt gebracht, haben Hebamme gespielt, haben das begleitet, das Projekt, und es hat uns immer überrollt, was zurückgekommen ist. Also damit, das ist die Geschichte des Vereins. Wir haben immer einen Impuls nach draußen gegeben und alles, was wir als Impuls nach draußen gegeben haben und unseres dazugetan, mit unserer Arbeitskraft praktisch, kam in einer großen Welle zurück, so dass wir immer gesagt haben, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie schaffen wir das? Ja? Wie können wir das alles überhaupt handeln? Und so ist es heute noch. Egal, was wir tun. Jetzt sind Sie das Allgäuer Kräuterland. Ja. Als Sie gerade Netzwerk sagten, habe ich mich gefragt, vernetzen Sie sich auch nach draußen? Gibt es auch das, weiß ich nicht, westfälische Kräuter? Das weiß ich noch nicht, aber wir haben in Baden-Württemberg auf der Alp oben, auf der Schwäbischen Alb, einem Verein geholfen, in ähnliche Weise auf die Beine zu kommen, einen Verein zu gründen. Also wir haben bestimmt schon 5, 6 Vereine, die sich mit uns an uns gewendet haben. Hey, wie habt ihr das gemacht? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Wie habt ihr das die Gründungsphase überstanden? Welche Fehler habt ihr denn gemacht? Was müssen wir denn tun, damit es erfolgreich wird? So haben wir immer begleitet über die letzten 15 Jahre, weil wir wollen die Idee ja weiterbringen. Also wir haben ganz bewusst auch den Namen Allgäu-Wittekräuterfrau, Verein Allgäu-Kräuterland als Name nicht schützen lassen, weil wenn man es schützt, heißt es gleichzeitig, es ist meins und du darfst nicht. Und das stimmt für diese Idee nicht, sondern das Wissen muss aus unserer Sicht unter die Menschen, in den Alltag der Menschen integriert werden. Es kann nur, indem jeder, der wieder lernt, mit Kräutern umzugehen, mit Kräutern lieb zu gewinnen, Kräuter als Selbstverständlichkeit ins Essen zu tun, heilkundlich einzusetzen für jede Alltagsbanalität, die wir so haben. Wenn das alle Menschen wieder machen, dann haben wir eigentlich unser Ziel erreicht und damit ist es nicht geschützt, sondern hoffentlich wird's weitergetragen. Hoffentlich wird's kopiert. Allgäuer Kräuter im Wandel der Zeit. Wie wandeln die sich denn? Ich dachte, das wären die gleichen Kräuter wie vor 150 Jahren. Also das Gänseblümchen ist doch immer ein Gänseblümchen, oder nicht? Das ist richtig, aber das Gänseblümchen hat andere Menschen, andere Tiere vorgefunden vor 150 Jahren, eine andere Luft. Und sie mussten sich immer dem, was ist, anpassen. So auch uns Menschen.
Und das tun sie heute auch. Also die Pflanze begleitet uns in unserem Sein, wie wir jetzt sind. Und haben die Menschen vor 2000 Jahren vielleicht auch schon begleitet, wie sie damals waren. Sonst würden sie heute nicht mehr helfen. Das heißt, sie sind mit uns in den Wandel der Menschheit gegangen und haben sich mitgewandelt. Energetisch, manchmal auch tatsächlich botanisch, weil, also die mutieren ja viel leichter wie wir. Also wir regenerieren uns ganz schlecht. Ja, also bis bei uns eine Wunde. Für einige tausende Jahre. Ja. Das erstens, allein wenn die Wunde zuwachsen muss, das braucht bei uns Wochen. Eine Pflanze, die breche ich ab und in Gänseblümchen in 10 Tagen ist die fast neu. Ja, die haben eine wahnsinnige Regenerationskraft. Die Zelle ist viel aktiver, viel agiler wie wir. Wenn wir uns Zellen regenerieren, ist das ein langer Prozess. Und die Pflanzen können das viel schneller. Und die sind auch extrem anpassungsfähig. Hat die einen mageren Boden, wird sie klein, mager, klein, dünner, kleinere Blätter, weniger Blüten. Steht sie auf einem schönen, humosen Gartenboden, wird sie mastig, wird sie groß, kräftig, dicker. Und die passt sich wahnsinnig schnell an. Also wir Menschen könnten von Pflanzen echt viel lernen. Die Anpassungsfähigkeit zum Beispiel. Bei diesem Selbstversorger-Seminar, was ich da gefunden habe, da steht, Sie würden ein Modul lehren, Milchverarbeitung im Haushalt. Ja, ist so. Was bedeutet das? Also ja. Milchverarbeitung im Haushalt kenne ich, ich mache den Kühlschrank auf, nehme die Milch raus, tue ein Schlückchen in meinen schwarzen Tee und stelle die Milch. Okay, wieder. Ich fange von vorne an. Ganz bei der Basis. Wenn man Selbstversorger machen möchte, ja, dann ist das Thema Tiere natürlich auch ein Modul. Ja. Das heißt, wenn ich so das Glück habe, ein Haus auf dem Land zu erwerben oder zu bauen und habe einen großen Garten, dann habe ich Gemüse, dann habe ich vielleicht auch ein paar Tiere, Kleintiere. Ich kann Bienen halten oder ich kann aber auch eine Ziege halten. Und aus der Ziege kommt irgendwann ein kleines Kitzchen und es gibt Milch. Ja. So viel Milch, wie eine Ziege gibt, selbst eine Ziege, Kuh, von Kuh gar nicht zu reden, kann ich nicht vertrinken. Also muss ich mir irgendwann mal überlegen. Echt, wie viel Milch gibt denn so eine Ziege? Die ist doch gar nicht so groß. Naja, so, also unsere Ziegen geben so am Anfang, nachdem sie die Kleinen gekriegt haben, so gute zwei Liter am Tag. Über was für einen Zeitraum? Täglich über ein halbes Jahr. Und wie viel müssen die kleinen Ziegen, also wie viel kriegen die kleinen Ziegen? Also die kriegen am Anfang alles. Ja. Und irgendwann mal sind die so groß, dass die anfangen, Raufutter zu fressen. Ja. Und letztendlich die Ziege irgendwann sagt, mein Süßer, jetzt reicht's. Mhm. Und dann milkt man. Also man kann die natürlich auch früher absetzen, aber das muss man nicht. Aber und dann hat man die Milch und die Ziege okay. Muss gemolken werden. Das ist einfach so. Ich dachte, die Ziege würde dann einfach aufhören, sobald das nee, Kind also groß genug ist, wird die halt Rasse einfach drauf auf an. Milch also es gibt schon Fleischziegenrassen, da ist das so. Aha. Aber wenn man Milchziegenrassen hat, ist es nicht so. Okay. Und letztendlich in einem Selbstversorgerhaushalt ist es natürlich super, wenn ich mal eigene Milch habe. Die frisst, also die macht Rasenmäher auf meiner Grünfläche. Ich muss die halt einzäunen und dann habe ich abends Milch. Und die Milch wird irgendwann mal zu viel. Ich kriege die nicht mehr gebacken. So viel mit Milch kann ich gar nicht kochen. Ja. Also muss ich mir irgendwie überlegen, was mache ich denn sonst noch draus? Und das hat man früher auch gemacht. Man Käse. Hatte, genau, man hat Frischkäse draus gemacht, man hat Quark draus gemacht, man hat sie zu Joghurt aufgesetzt. Und das ist die Milchverarbeitung im Haushalt. Jetzt habe ich es verstanden. Ja. Und die einfachste Methode ist, man nehme die Milch, gebe ein paar Spritzer Zitronensaft hinein und lasse sie stehen. Und dann hat man gestockte Milch. Das ist sozusagen die Dickmilch, die Dickmilch. Man Becherle kaufen kann. Ja. Ach, das ist Milch mit Zitronensaft drin? Was nein, ist das, das ist sicherlich anders gemacht, aber die einfachste Methode, das dick zu kriegen, das Eiweiß gerinnen zu lassen, ist der Zitronensaft. Wie lange lasse ich es dann stehen? Ein paar Stunden. Kommt darauf an, wie frisch die Milch ist. Also wenn die einen Tag alt ist, geht's schneller. Wenn sie ganz frisch ist, geht's nicht so schnell. Das heißt, die aus dem Supermarkt, die mehrere Wochen alt ist, die braucht man auch nicht mehr dicklegen. Da kauft man die Dickmilch direkt. Dicklegen nennt man das. Ja, dicklegen. Machen Sie auch Butter selber? Nee, wir nicht. Also aus Ziegenmilch kann man keine Butter machen, die schmeckt grauenhaft. Mhm. Aber grundsätzlich, nee, das ist etwas, was wir nicht machen. Weil da braucht man eine Milchzentrifuge, die dann die Milch entrahmt und ich kann nur aus dem Rahm Butter machen. Das ist in Kindheit ab und zu mal aus Versehen passiert, wenn der Rahm draußen steht, also die Sahne, und warm wird bei 30 Grad im Schatten und ich dann anfange zu schütteln, dann bringe ich keine Schlagsahne raus, sondern habe ich ganz schnell Butter. Die Butter kann ich natürlich essen.
Sie haben Kräuter, Sie haben Obst, Sie haben Gemüse, Sie haben Tiere. Was haben Sie noch? Ich hatte Bienen noch. Ah. Ja, hatte ich auch. Was habe ich noch? Warum haben Sie keine Bienen mehr? Bienen sind doch toll. Bienen sind wunderbar. Meditative Arbeit, ganz toll. Ich habe keine Zeit mehr. Ah. Also mir fehlt die Zeit. Der Faktor Zeit. Der Zeit. Ja, der Faktor Zeit ist wirklich immer das Begrenzende. Immer wieder. Ja, ist so. Und ich habe festgestellt, also ich werde irgendwann mal wieder Bienen haben, wenn ich mehr Zeit habe. Aber ich habe einfach festgestellt, mein Auftrag ist im Moment ein anderer. Als Vorsitzende ist man auch gefragt. Ich bin auch als Referentin einfach ganz viel unterwegs, weil ich einfach denke, es geht darum, die Menschen von Kräutern zu begeistern. Sie einen Impuls weiterzugeben, so einen Funke zu zünden, dass man sagt, hey, fang einfach an, geh raus, geh bei einer Kräuterwanderung mit und fang einfach an, ess die Kräuter und du wirst spüren, wie gut dir das tut. Ich kriege einfach so viele Leute mit, die sagen, ich habe das 10 Tage gegessen, so eine Handvoll jeden Tag. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Ich habe gemerkt, wie ich auf einmal Bäume ausreißen hätte können. Also diese tatsächlich kraftvolle, dieses Einverleiben dieser kraftvollen Grünkraft, die ist so deutlich spürbar innerhalb so kurzer Zeit, das überzeugt jeden Menschen. Dazu muss ich aber hierher kommen, um mal so ein Seminar, so eine Wanderung mitzumachen. Also ich fände es gut, ja, um eben nicht das Falsche zu erwischen. Und was ich halt feststelle, es gibt so eine gewisse Hemmschwelle. Die Menschen sind ja heute so weit weg von den Pflanzen, dass sie einfach sehr verunsichert sind. Was kann ich jetzt tatsächlich essen? Ist es wirklich der Löwenzahn? Oder gibt es eine andere, die so ausschaut? Kann ich davon sterben? Und dann macht es Sinn, ich sag mal, einfach eine botanische Wanderung mitzumachen, wo es um die Pflanzenbestimmung geht, dass ich sage, ah, Löwenzahn, kann ich nicht verwechseln. Alles ist gut, essen, reinbeißen, schmeckt wie Löwenzahn, ist Löwenzahn. Also so dieses Ausschlussverfahren für sich selber und diese Sicherheit zu bekommen, ja, es ist die richtige Pflanze, die ich haben will. Haben Sie aus dem Stand einen Buchtipp? Ja, natürlich, habe ich immer. Mein Lieblingsbuch, das ist mich seit 20 Jahren begleitet. Es ist ein Österreicher, der das geschrieben hat. Es ist ein DIN A4 dicker Wälzer und heißt Die Kräuter in meinem Garten. Finde ich ein absolutes Standardwerk für Anfänger, aber auch für jemand, der einfach sagt, boah, ich will die Kräuter rundum kennenlernen. Also nicht nur eben heilkundlich, sondern auch vom Essen her. Das ist ein alter Herr, der heute noch Kräuterwanderung macht in der Nähe von Salzburg. Der hat das mit einer Journalistin zusammen geschrieben. Und ich finde es so schön, weil es ist was heilkundlich dabei, es ist so ein bisschen mythologisches. Das heißt, was ist überliefert aus den Sagenwelten oder aus diesen alten Hexengeschichten, ja, dann ist so ein bisschen überliefert mit drin, was hat die Hildegard von Bingen von dem Kraut gesagt, wie heißt es homöopathisch, wie wird's da verwendet in Stichpunkten und was immer dabei sind, was für mich das absolut Wichtigste ist, praktische Rezepte. Ich muss es einfach tun. Ja, also Kräuterwissen, das nur in der Theorie im Kopf ist, bringt gar nichts. Ich muss es tun, ich muss ins Tun kommen. Und das ist das, was wir im Verein machen. Alle Ausbildungen, die wir anbieten, Wildkräuterführer, Selbstversorger, Pflanzenrendezvous, egal was, alles, was wir irgendwie praktisch zeigen können, wird mit Teilnehmern praktisch umgesetzt. Das heißt, die tun selbst. Ich leite nur an. Ich zeige ihnen, wie es geht und sie schaffen. Und ich erkläre den Background drumherum, damit sie verstehen, was sie tun. Und mehr ist es nicht. Und das ist das, was uns aber heute so fehlt. Gerti Epple, vielen Dank. Gern.